So, Freunde, Shisha-Messe 2022. Wir sind in Frankfurt am Main, direkt vor Messegelände. Wir gehen jetzt rein. Ich nehme euch mit, zeige euch die komplette Halle. Aber ich muss euch eine Sache schon mal sagen. Die Musik da drin ist gottlos laut. Die Audioqualität wird wahrscheinlich leiden. Wir versuchen, das Allerbeste rauszuholen. Ich habe extra noch neue Mikrofone geholt. Ich kann euch nicht versprechen, dass es geil ist. Es wird wahrscheinlich sacken, aber wir versuchen, das Beste rauszuholen. Let's go! Shisha-Messe 2022. So, wir sind jetzt drinnen in der Halle, Freunde. Shisha-Messe 2022. Wir gehen jetzt einfach mal durch und gucken uns die verschiedenen Stände an. Moin, guten Tag, Daniel. Du hast schon eingekauft, oder was? Also, oder hast du hier den Schmarotzer-Influencer gemacht? Hier drin. Du hast 3 Verities mitgenommen, kostenlos. Ja, aber sag's keinem. Okay, schneiden wir raus. Meine Meinung, Aeon hat bis jetzt die besten Köpfe. Dann gehen wir da jetzt hin. Die Musik ist so geisteskrank laut. Sandro, komm, wir gehen zu Aeon. Wir gehen zu Aeon. Sandro. Oh, was erhoffst du dir von der Messe, Minion? Ich freue mich, alle Leute wieder zu sehen. Ich freue mich, neues Zeug zu sehen. Und ich freue mich, dass ich gerade Tensions gekauft habe. Hast du schon gekauft? Ich habe schon gekauft. Was und wenn kostet ich du wäre, würde ich ziemlich schnell dahin gehen. Was kostet der denn? 30 Euro. Das ist ein Schnapper. Ich habe einen Kane Min, Kaschmir Peach und nicht mehr viel. Da haben wir doch schon den ersten Verdächtigen. Sandro. Soll ich abgeben? Ja, ich gehe mal weiter mit dem Interview. Hallo Mö. Hallihallo. Dürfen wir einmal hinter die Kulissen und du zeigst uns, was ihr so Schönes da habt? Sehr, sehr stressig kann ich machen. Sehr, sehr stressig kannst du machen. Ich kann euch Insights geben. Okay, was let's go, die Aeon-Tour. Zum einen, hier fangen wir an mit Viro. Ja. Haben wir ein bisschen was ausgestellt. Also ihr habt die Stände nach links, rechts geteilt praktisch. Hier genau. Auf der rechten Seite Viro. Vorne Viro, in der Mitte ist Nevo. Da kommt dann vielleicht gegen Mittag das Reveal, 12 okay. Uhr. Heute schon am Freitag, ja? Ja, na klar. Okay, stark. Hier. Also bis um 12 wieder. Kommen. Würde sich lohnen. Verstehe, jetzt. Verstehe. Gut, genau. Kann man hier schon was schnabulieren? Was habt ihr so gebaut? Größtenteils Sabu momentan und dann nachher haben wir noch Darkseid. Mal schauen, was wir nachher noch bauen. Sehr gut. Yes. Hier vorne Evoke. Was ist denn da auf der Evoke drauf, Mo? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das hast du sehr schön erkannt. Nämlich, wir haben jetzt den Viro Mod Evoke Adapter. Das heißt, das ist einfach ein Adapter-Set aus einem aus einer kleinen Platte für unten auf die Base. Und 2 Rohre, so könnt ihr komplett mit den Sleeves und der Versa tauschen. Das heißt, ihr könnt auch sehr gerne die Evoke in klein rauchen. Mit dem Versa-Sleeves. Und wir geil. Haben noch oben von Viro Mod einen Schlip-Adapter. Das heißt, auch der Teller hat jetzt einen Schlip. Bin mal gespannt, wie jetzt bei der hier der Blow-Off aussehen wird. Ja. Der geht nicht. Was? Der geht nicht. Dann, ja. Ach so, Digga. Ich bin einfach komplett am Arsch. Ich muss den scheiß Anschluss drehen. Evoke, schön und gut. Die kennen wir aber. Was wir noch nicht wirklich kennen, ist das da drüben, oder? Die schöne neue Virus Spectre. Sehr nice. Also, ich muss ja dazu sagen, ich habe die ja schon daheim. Ich habe schon die Cinematics abgedreht. Können wir auch mal zeigen. Die laufen nämlich schon vorne. Die Spectre kann hier umgestellt werden. Also, man hat hier einen kleinen Drehring und man hat oben nochmal den Teller, den man drehen kann. Das hakt magnetisch ein. Ist irgendwie so eine... Ah, nee, Penta 2.0 wäre auch unfair. Penta 2.0 0 ist, glaube ich, unfair. Plus die Penta hat dafür ja noch den Tellerschlip. Kannst du ja nicht machen, wenn du einen Teller Blow-Off hast. Genau. Ja. Also es hat schon seinen eigenen Namen verdient. Von der Größe ist es mit der Penta vergleichbar, ja. Aber du hast einen Zusammenbau und kannst zwischen 17 Blow-Offs direkt on-demand durchswitchen. Aber speaking of andere Viro-Pfeifen, du kannst ja die Versa-Sleeves benutzen, ne? Die Versa-Sleeves kannst du auch kombinieren. Da werden auch viele neue kommen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier die V6-Sleeves schon in der Vitrine. Ja, das Goldene sieht krank. Was ist das? So ein Gold, aber mit so einem Grünschimmer? Ja, so ein Lime-Green schon. Lime-Green, ja. Aber sieht krass aus. Genau, mit der Spectre auch direkt eine schöne Cutball. Die ist auch direkt mit dem Lieferumfang dabei. Bei 150 Euro mit dabei, ne? 160 Euro, 100, genau. 159, so rum war es, ne? Genau, Messe haben wir jetzt glatte Preise ja, gemacht. Ja, wie mit den Euro rummachen. Ja, okay, genau. Dann haben wir als nächstes die Viro One. Genau, die Viro One. Auch verschiedene ausgestellt. Da haben wir auch die Viro One mit Novitec auf dem Stand. Meine Lieblings-One. Absolutes Traumstück. Vor allem, was richtig schön ist, wenn ihr hier jetzt auf der Messe eine One von Novitec kauft, kriegt ihr auch einfach ein bisschen Merch mit. Wir haben Caps, wir haben T-Shirts von Novitec da. Kann ich auch so ein Novitec-Shirt vielleicht? Maschallah. Genau, und dann geht's auch schon weiter mit der Penta. Penta und dann auch schon direkt die ersten Versa, aber auf der Versa ist ja auch wieder was Neues. Ja. Die sind alle Stock, oder? Die Penta, Bowl ist neu, oder? Penta, Messepreis 100 Euro. Uff, das ist krass. Die ist neu, oder? Die haben wir schon ein bisschen länger. Das ist die Frozen Black. Ah, okay. Kannst du auch direkt schon mit dem Black Sleeve ja. Das ist natürlich geil. Genau, und bei der Versa hat sich auch einiges getan. Hier der Viro Mod Teller Blow-Off.
Geil. Auch ein Doppelteller-System. Der dann eher mal zur Seite weg, ne? Statt immer so hoch. Genau. Ja. Und mein absoluter Favorite ist, sind die Boost-Sleeves. Ja. Könnt ihr auch kaufen. Gibt's auch im Set bei uns und in verschiedenen Farben. Finde ich geil. Muss ich sagen, finde ich fast geiler als Chicava, ne? Ja, ist. Also ich bin ja gar nicht so ein großer Chicava-Fan. Also ich bin ja auch kein Autotyp so. Ja. Aber so finde ich es ganz cool. Ich finde die auch wahnsinnig geil. Die haben wir in Weiß, Schwarz, Rot und Blau. Okay, also erstmal vier Farben, aber genau. Was nicht ist, kann ja noch kommen. Genau. Okay, dann haben wir noch eine große Versa. Komplett Standard. Zwei. Aber dann kommen wir hier langsam zur Aeon-Kategorie. Yes. Also einmal auf eurer Schleckbowl mit Schleckbowl-Adapter und der Edition 4 Lounge und dem Vulkan-Funnel. Genau, Vulkan-Funnel, AO, HMD, der 912er in Gunmetal. Da hänge ich mich doch nochmal kurz dran. Ja, da komm. Da ist irgendwas Zitronen-Black-Tea-mäßig. Das kann sein, ja. Ah ja, da ist garantiert Dunja-Black-Tea drin. Ihr habt auch Sabu gerade am genau. Laufen, garantiert Black-Tea. Ja. Hast du von Nevo was hier oder dürfen wir da bis jetzt nur mal kurz, darf ich einmal so den Vorhang fürs Video, das kommt ja erst später, und einmal kurz hingehen. Wir dürfen einmal schon in den Nevo Sneak Peek, eigentlich wird es erst später released. Das ist ein EHMD von Nevo, unserem neuen Baby in der Ian Group. Und daher fahren wir dann später noch mehr zu. Danke für den kleinen Einblick auf den Stand. Ich freue mich, ihr seid immer willkommen. Ich komme dann später noch ein bisschen Darkman drauf, ne? Ja, ja. Ja, ja. Wir sehen uns ja. Perfekt. Ciao, Jungs. So, dann waren wir bei Aeon und Viro. Wenn wir vorbeilaufen, sehen wir noch andere Stände. Hier ist noch Fumant mit einer etwas größeren One-Variante. Noch ein paar andere Pfeifen. Was gibt's noch? Auch Caesar Bowls. Also haben wir einmal hier das kleine Modell. Die Fumant mit so einem Ledersleeve, Edelstahl-Variante. Noch eine kleine Pfeife und eine etwas größere Pfeife. Sieht ganz interessant aus. Lion of Babylon habe ich noch nicht gehört. Schon mal sehr viele verschiedene Pfeifen zu haben, die tendenziell auch vielleicht an die ein oder andere Shisha erinnern, die man schon kennt. Aber guck mal hier, wir haben auch so riesen Brocken hier. Guck mal hier die ausgefallenen Designs. Einfach hier mit einer Frau, Indianer. Also auf jeden Fall auch ganz, ganz wilde Sachen dabei. Sieht man eigentlich selten in Deutschland. Ist halt auch cool an der Messe, dass man da eben einiges mal sieht, was man sonst nirgendwo so im Laden rumstehen sehen würde. Ne? Hier ist noch eine B2B-Lounge. Ich weiß nicht genau von was, deswegen gehen wir einfach mal weiter. Hier ist noch Izzy. Das ist, glaube ich, ein Großhandel. Hier haben wir Nara-Kohle. Habe ich aber auch noch nicht probiert. Kann ich jetzt also so schwer was zu sagen. Was haben wir hier noch? Theo-Tabak, Big Pipe, ein paar Köpfe. Ja, aber ich glaube, die Jungs sind noch ein bisschen am Aufbauen. Deswegen gehen wir weiter. Wir waren relativ früh hier und deswegen müssen wir mal gucken, wo es schon was gibt, wo schon was aufgebaut ist und wo es vielleicht überhaupt schon eine Pfeife zu rauchen gibt. So, jetzt haben wir hier als nächstes, da läuft er jetzt gerade weg. Ich wollte mir eigentlich gerade den Tia schnappen, da rennt der Sack jetzt weg. Hier haben wir noch Spirit of Hookah Online-Shop, ich glaube mit Mosaik zusammen. Ich wollte eigentlich mir den Tia schnappen und den ein bisschen belästigen, aber der ist jetzt einfach weggerannt. Deswegen laufen wir erstmal weiter, dann kommen wir später nochmal her. Aber hier sehe ich noch jemanden, den wir definitiv mal ein bisschen belästigen können. Guten Tag, der Herr. Hi, grüß dich. Na, Mister, was geht? Yes. Grüße. Na, alles gut? Dankeschön, alles gut bei dir. Was habt ihr alles dabei? Habt ihr was Neues dabei für uns? Jetzt noch nicht. Die HMDs von euch? Also es kommen auf jeden Fall dieses Jahr von uns neue HMDs raus. Und außerdem kommen auch noch neue Versionen raus. Aber ja. Das wird im Laufe des Jahres... Nein. Hast du alle Pfeifen dabei? Wir haben die Golden Gold Mini. Wo ist die Gold Normal? Gold Normal. Die Special. Golden Gold Mini hast du gar keine dabei, ne? Golden Gold Mini. Ja. 1, 2 und 3. Golden Gold Groß, Golden Gold Klein. Die silberne Mini haben wir leider nicht. Ja. Mit denen waren wir auch komplett ausverkauft. Ja. Aber wir konnten die wieder. Ich glaube, gerade auf die hier warten schon ein paar Leute, ne? Extrem viele. Wir kriegen jeden Tag täglich sehr, sehr viele Anfragen. Ja. Wie sieht es aus bei euch mit den Bowls? Mit die den Bowls waren ja sau beliebt, oder? Genau. Du hast mir ja gesagt, die Kleine sollen wir auch in Zukunft einzeln verkaufen. Ja. Das wird auf jeden Fall gemacht. Ab ungefähr Anfang August starten wir damit und da können die Leute für einen sehr guten Preis diese Bowl einzeln erwerben. Und was glaubst du, wird die kosten? Weißt du schon? Ich sag's mal so hier, es wird wahrscheinlich zwischen 50 und 70 Euro sein. Da kommt eventuell noch dein Gutscheincode drauf. Ne, hier haben wir die Cut Bowls von Goat. Die sind ja schon, bei den Pfeifen sind ja schon Cut Bowls dabei. Aber die gibt's leider noch nicht einzeln. Und das könnte eine extrem geile Alternative werden zwischen normalen Standard Bowls, die aber sehr billig sind, und den extrem teuren Caesar Bowls. Weil hier hast du eine echt schöne Bowl für 80 Euro ungefähr.
Also aktuelle Schätzung, nicht der finale Preis, Freunde. Aber sehr nice. Dann danke für die kleine Tour. Komme ich später nochmal rüber. Als nächstes extrem laut haben wir den Stahlspechtenstand mit den Pfeifen und mit dem Tabak. Bin ich mal sehr gespannt, ob das funktionieren wird mit dem Sound. Stahlspecht teilt sich auch noch den Stand mit Jakic. Oh, guck mal hier. Stefan, was geht? Du kennst dich doch gut aus bei Stahlspecht. Ja, unter anderem auch, ja. Unter anderem. Jakic? Sehr, sehr gut. Neues. Es gibt die 928er. Zeig mal her. Dankeschön. Das heißt, es gibt jetzt von Jakic 6, 7 und 28. Richtig. Und an sich, du rauchst ja nur Jakic. Ich rauche nur Jakic und ich rauche hauptsächlich die 27er. Okay. Und habe halt meistens dann zwei 28er du noch auf ja Reserve. Du hast ja auch eine Turbine, ne? Ich habe auch eine Turbine, ja. Und gehen die dann auch, passen die dann auch rein? Die passen die auch rein. Ja? Also 28er sollten, wie mal Daumen. Okay, dann haben wir hier noch 8 reinpassen. 27er, das sind normal, ne? Richtig. Wunderbar. Sehr nice. Komm ich später mal auf ein Pfeifchen vor. Vorbei, auf jeden Fall. Und wenn nicht, du weißt, wo du heute Abend du mehrere? Auf jeden Fall. So, gucken wir mal, was wir hier als nächstes finden. Alpaca Bowl. Oh ja, da bin ich hyped. Hier haben wir noch Zip Smoke. Die Schweizer sind auch am Start. Aber wir gehen erstmal zu Alpaca Bowl. Oh, Leute. Oh, ich sehe hier vorne schon ein paar Schmuckstücke. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar sehr, sehr nice Colorway. Wir haben auch noch Regal Hooker. Auch aus den USA. English, right? Yeah, just English. What's up? What's up, dude? I didn't expect you guys on the Shisha Messe. I didn't see that you're... I didn't want to come, and then Omar's like, you have to come. Yeah. And is Omar not here? Yeah, he's here. And he only got one table, so here we are setting up like this. I saw him at the expo in Dortmund. Oh, okay. Yeah. Okay, so you guys have Regal hookers. Yeah. But you also have your bowls. Alpaca bowls. Do you have anything new to show us? So we know Lipach... There's some new, like, colors and stuff here. Okay. There's nice. Like they redid the 24 karat line. These ones look great, but I'm Regal. I'm not Alpaca. Oh, okay. Yeah, okay. So. Then tell us about the Regal hookers. Okay. For how much do you sell them? The queens are like 200. Bishops are like whatever. I don't know. The show price. I'm making it up. I don't know. Okay. Whatever. You know. So this is a Lego this one. Super it's sold cool. Already, but I brought it from Spain, so I just had to put it out on display. Okay. But looks super nice. Wir haben eben ja schon die Regal Hookers gesehen, aber hier gibt's wohl auch den Oh, die haben diese geile Tangiers Dingens hier. Mega nice. Und wir haben hier auch die Alpaka-Köpfe. Auch wenn es jetzt keine neuen Formen oder so gibt, haben wir hier auf jeden Fall die goldenen Varianten von den Köpfen. Auch sehr, sehr schön. Wäre mir persönlich jetzt zu klein, ihr wisst ja, wo kein HMD drauf passt, bin ich tendenziell eher raus. Aber dafür gibt es ja zum Beispiel Lipatsche oder den Iggy und so. Aber Alpaka-Bolts einfach übertrieben nice. Mag ich super gerne. Sehr, sehr cool. Und Tangiers Merch auch am Start. Feier ich. So, dann gehen wir als nächstes nochmal zu den Schweizer Jungs hier. Zip Smoke und was haben wir noch dabei? Fresh Smoke natürlich. Zip Smoke sind die LED-Schläuche, die kennen wir ja schon. Und Fresh Smoke sind die Multikammer-Systemdinger. Da sehen wir schon, was man damit alles anstellen kann. Mit Minze drin, Zitrone drin, gefärbtes Wasser drin und so. Also da gibt es auf jeden Fall einiges. Da sieht man auch nochmal ausgestellt die Schläuche. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich glaube, die Pfeife läuft sogar schon. Aber wir gucken mal weiter, was wir noch alles finden. Da haben wir zum Beispiel hier einmal Magnum. Da schleiche ich mich jetzt einfach mal ganz dreist mit auf den Messestand. Ich habe meine Stimme schon verloren, bevor es losgeht. Was hast du verloren? Meine Stimme. Die Stimme ist weg? Ja. Dann schön nah ans Mikro ran, dann passt das schon. Was hast du denn hier Schönes dabei? Du hast die Industry am Start, du hast die Tradient Stainless Steel. Genau, also quasi das ist jetzt das neue Modell, was wir vorstellen wollen. Okay, nice. Genau. Das ist die vergoldete Shisha von uns. Sieht auch nice aus. Ist nicht so ein ultra aufdringliches Gold, ne? Ja, so ein bisschen dezenter, aber schön. Genau, genau. Ja, finde ich cool. Ja, was habt ihr noch so dabei? Vorne noch die Bowls? Genau. Also die Tradi haben wir noch. Wir haben die Tradi Bowls einfach als Aschenbecher-Variante. Okay. Die Carbon-Mundstücke. Genau. Vorne noch die Drip, die ja, neue. Genau. Boah, ich finde ja die kleine schwarze Caesar Bowl so sexy, ne? Die haben wir jetzt eigentlich also quasi... Ja. Nein, genau. Ah, ich glaube, die sehe ich eher auf der kleinen schwarzen da. Sehr, sehr nice. Habt ihr ein paar Messeangebote am Start? Ja, wir haben quasi jetzt übers Wochenende für die Endkunden, also ab morgen dann 30%. 30, okay. Genau. Einmalig. Das ist natürlich nice. Wunderbar. Ja, unsere erste Messe, deswegen wollten wir immer so auf die Karte. Das ist geil. Dann wünsche ich viel Erfolg. So, laufen wir weiter. Gucken wir, was es hier noch gibt. Hier gibt es Wendy. Habe ich noch nicht gehört. Können wir uns aber einfach mal gerade angucken. Sieht so ein bisschen aus wie eine Richtung, eine Mischung aus Magnum und DSH, würde ich sagen. Auf jeden Fall schön große Pfeifen. 130 Euro ist natürlich sehr interessant. Auf der anderen Seite haben wir hier noch Mixtur. Kann man auch noch ein bisschen probieren. Auch sehr nice. Zwei-Komponentensystem kennen wir ja schon. Okay, Wendy hat auf jeden Fall sehr, sehr ausgefallene Pfeifen. Hier mit den ganzen Sleeves und Co. Okay, das sieht eigentlich ganz geil aus. Mit dem Epoxy-Ding hier. Was haben wir hier? Lai Suka, aber... Die
die scheinen heute noch einen Tag frei zu machen. Vielleicht sehen wir die dann morgen. Alter, okay, jetzt wird's wild, Freunde. Wenn wir jetzt die Kamera umdrehen und mal hier gucken, was wir da gerade so am Start haben. Anima Smart Hooker. Discover Anima, the unique Shisha. The unique Hooker. Ist die Frage, was wir hier haben und was sie können. Aber das sieht ja wirklich anders wild aus, das Gerät. Ich verstehe noch nicht ganz, was da dran smart ist, aber sieht auf jeden Fall krass. Sieht irgendwie aus wie eine Alien-Shisha, würde ich sagen, oder? Okay, gehen wir weiter. Ich sehe nämlich schon den nächsten Stand. Als nächstes haben wir drüben noch Ambery. Ich glaube, na gut, die haben die ukrainische Flagge. Ich glaube nicht, dass das Russen waren. Aber ist auf jeden Fall eine coole Marke. Die habe ich schon in St. Petersburg auf der Messe sehr viel gesehen. Da sehen wir auch schon verschiedene Kohleteller, verschiedene Pfeifen. Ambery kennt man ja mittlerweile in Deutschland, aber ist eine der neueren Marken, würde ich sagen, für das, was wir so kennen in Deutschland an ukrainischen Pfeifen. So, dann laufen wir an ein paar kleineren Ständen außen vorbei. Wir haben Two Face, wir haben Hooker Outlet am Start, wir haben Hooker Hose. Okay, das sind wohl Produzenten für die Einwegschläuche. Wichtig für die Messe, aber im Endeffekt für uns jetzt, glaube ich, nicht so relevant. Ich weiß literally nicht. Zenback haben wir, glaube ich, am Start. Habe ich auch noch nicht gehört. Die haben aber auch leider nichts am Laufen. Also da könnte man jetzt auch nicht irgendwie mal was probieren. So, dann haben wir den ersten Ami-Hersteller. Sieht aber auch sehr, sehr leer bei denen aus. Wir haben hier Starbucks Tobacco. Vorher hatten wir noch diese Einweg-Vapes, aber von diesen Einweg-Vapes will ich eigentlich nichts wissen. Wir haben Shisha-Öfen für Shisha-Bars. Für mich daheim jetzt eher uninteressant, muss ich sagen, aber trotzdem cool. Und dann haben wir Starbucks mit SB Mini, eine neue Pfeife, dem Starbucks Tabak, dem Vintage und dem Starbucks Serpent Tabak. Aber hier läuft leider gar nichts. Also hier, oh doch, ich glaube, da kommt gerade eine Pfeife raus. Dann auf der rechten Seite haben wir wieder Barbos Tabak. Das ist auf jeden Fall schon deutlich interessanter jetzt wieder. Und gucken wir, ob hier schon die Pfeifen an sind. Wir hatten gerade noch den Alex am Start. Barbos hat eine neue Sorte und zwar haben die Golden Brown. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon hier draufsteht. Ich weiß nämlich nicht, was Golden Brown ist. Aber vielleicht können wir das in Erfahrung bringen. Gute, was ist denn der Golden Brown für eine neue Sorte? So eine Richtung Zitronenlimonade mit Würze, okay. Den kann ich bestimmt später mal probieren kommen, oder? Okay, sehr nice. Jetzt gehen wir noch zur Stimulation rüber. Gehen wir mal den Alex besuchen, weil jetzt auf der Messe kommt zum ersten Mal die Pro X3 in echt raus, sage ich mal. Also das Video gibt's ja jetzt, aber wir gucken uns jetzt hier auf dem Stand nochmal die Pro X3 an. Gucken mal, ob wir uns einfach den Alex schnappen können für ein kleines Interview oder so. Aber hier könnt ihr, falls ihr auf der Messe seid, euch schon mal die Pro X3 angucken und die schon mal in echt rauchen, obwohl es hier noch nicht wirklich zu kaufen gibt. Ja? So, wir sehen hier hinten als erstes die Simulation Exclusives, also die sehr großen Pfeifen. Die sind aber aus einem hochwertigen Aluminium. Wir sehen hier auch die Preisliste. Die gehen bei 3.200 Euro los. Sind allerdings auch mit Swarovski-Steinen versetzt und super krass verziert und mega wild. Die hier finde ich sehr geil. Die schwarze Variante von der Superior, auch geil. Für die Mädels vielleicht mit den Steinchen, für mich dann eher die schwarze. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rüber zu der Pro X3. Da haben wir sie vorne einmal in der normalen Variante, also praktisch ohne Sleeves, ohne Adapter. Und hinten dran haben wir sie einmal komplett aufgebaut. Mit dem Cooling-Adapter, mit dem X-Blow-Off Plus sogar. Also da würde ich auf jeden Fall probieren kommen, wenn man auf der Messe ist. Ich gucke mal, ob ich den Alex gerade für ein Interview bekommen kann. So, wir haben den Alex noch für ein kleines Interview bekommen. Alex, oh. Marvin, grüß dich. Okay, erzähl mal, ihr habt hier die Exclusive-Serie. Die ist jetzt vielleicht nicht ganz für meinen Geldbeutel geeignet. Ja, also bei der Exclusive-Serie ist es ja so, die benutzen wir hauptsächlich für unsere Luxushotels. Ja. Also Luxushotels und Clubs, sage ich mal, einmal den normalen Retail-Bereich, ja. Also Endkundengeschäft. Aber wo wir dann dazugehören. Die Zuschauer wissen es nicht. Ja. Wir haben ja auch viele Luxushotels und Clubs als Kunden. Also wenn man mal einen schönen Urlaub irgendwo in Griechenland machen will, in einem guten Hotel, kann es sein, dass dann so eine Pfeife da steht. Genau. Okay. Und dafür werden eben die verwendet. Die haben zum Beispiel 228 Swarovski-Kristalle. 228. Oder sind mit 24 Karat Gold veredelt, Platin oder auch Rosé-Gold. Das ist Platin jetzt, oder? Oder ist das nur ist das poliert? Das ist hochglanzpoliert. Okay. Und das ist das, was wir nebenbei noch machen. Ja. Dann ist da die Superior-Reihe. Genau, die sind im Prinzip auch für die Hotels. Ja. Da haben wir ja länger kein neues Modell gebracht. Das hat auch einen Grund, weil der Aluminiumpreis noch schlimmer gestiegen ist als der Edelstahlpreis. Ehrlich? Haben wir gesagt, wir warten noch damit. Aber da kommt dann auch wieder ein neues Modell. Dauert aber noch. Ja. Weil wie gesagt, aktuell. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rüber zu den Pfeifen, die wahrscheinlich am interessantesten sind für alle, die das Video gucken. Ich habe eben schon mal kurz reingehalten. Reingehen? Ja, können wir auch sehr gerne. Dann gehen wir einmal rein. Wir dürfen rein, Leute. Wir sind drinnen. Wir sind im Club. Was haben wir denn hier noch Wildes mit Glasrauchsäule? Ja. Gut, aber hier sehen wir auf jeden Fall die Pro X3 schon mal in ihrer nackten Form sozusagen. Genau.
Also wir haben hier die gleiche Logik. Hier sind die Exclusive-Modelle, hier sind die Superior-Modelle. Ja. Genau, hier ist die Pro X3. Dann kommt die Pro X Prime und dann die Pro X Mini. Ja. Pro X3 hast du ja gerade auch frisch vorgestellt. Genau. Hier ist er nochmal in ihrer. Ohne X-Blow Plus, ohne Cooling-Adapter. Ja. Finde ich übrigens sehr geil, dass ihr den Cooling-Diffusor weiterentwickelt habt zum Cooling-Adapter. Ja. Ist für mich wirklich tausendmal besser. Kannst den an- und ausmachen beim Rauchen und den Cooling-Diffusor. Der Cooling-Diffusor war von der Funktion her geil. Ja. Aber wenn du halt beim Rauchen dann gemerkt hast, so jetzt ist mein Kopf kühl genug, ja, kurz Taucher wechseln ist natürlich nerviger als den Adapter zu stellen. Ich sage dir kurz immer, es kommt auch darauf an, welches Modell sie haben. Zum Beispiel bei einer Pro X3 würde ich auch sagen, dass der Cooling-Control-Adapter vorteilhaft ist. Ja. Aber auch, weil der Advanced-Diffuser ja Teile des Cooling-Diffusers hat. Ja. Wenn du jetzt aber zum Beispiel. Stimmt, bei der Cooling-Diffusor war ja praktisch der erste Schritt für das neue Tauchrohr, weil der ja auch die Schwimmerkugel hatte. Hat auch den Diffusor, hat auch den Rolassefänger integriert. Also ich sag mal, er hat eigentlich mehr Funktionen als der Cooling Control Adapter. Ja. Aber wenn man jetzt eine Pro X3 hat, würde ich sagen, macht der Cooling Control Adapter auf jeden Fall Sinn, wenn man von außen einstellen will. Und könnte man den theoretisch genauso auf die Prime und auf die Mini schrauben? Den Cooling Control Adapter? Ja. Okay. Genau, aber da wird es halt vielleicht unförmig aussehen und dann vielleicht besser den Cooling Diffusor, oder? Ich würde sagen, es geht beides sehr gut. Ja. Nur was ich meine ist, die Mini zum Beispiel hat ja ein relativ normales Taucher, ja, was ja die Pro X3 nicht hat. Ja. Das heißt, da würde es sich ja nochmal mehr lohnen. True, weil da hast du ja schon die Schwimmerkugel und Co. Größer, oder das Upgrade ist bei der Einschlauchschicht größer als bei... Ja, das macht Sinn. Alex, danke für den kleinen Rundgang. Kommen dann später nochmal auf eine Pfeife. Wie immer. So, wir sind bei Vandenberg angekommen. Vandenberg habe ich heute Morgen erst erfahren, dass ein V2 rausgekommen ist. Frisch zur Messe. Frisch zur Messe. Definitiv. Wir sehen ja vorne schon die V1er. Einer meiner Top-3-Köpfe. Bei mir sogar Top 1, muss ich sagen. Also ich habe meine Top 3 nicht geordnet, ja, ja, aber der V1 ist auf jeden Fall mit drin. Ja. Jetzt habt ihr hier noch den V2 rausgebracht. V2, diesmal muss man einfach sagen, depottechnisch ein Stück größer als der V1. Sieht man, ja. Ansonsten Dichtigkeit ausgebrannt, genauso wie der V1. Also die Produktionsherstellung ist exakt die gleiche. Ja. Wer den V1 schon kennt von der Performance her, da legt der V2 also nochmal ein Stück drüber, weil das Loch ist nochmal größer gemacht. Ah ja, okay. Vom Durchzug habt ihr dann nochmal ein bisschen bessere Möglichkeiten. Und man muss halt einfach sagen, optisch nochmal was anderes. Wäre halt gerade für die großen Pfeifen. Ne? Also ich muss sagen, ich habe jetzt erst die Colorways gesehen. Ja. Das ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. In Blau gefällt er mir schon deutlich besser. Ja. Was ja. Würdest du schätzen, wie viel Gramm machst du ungefähr in V1 rein? Oh, 20, 24. 20, 24, ja, okay. Und dann in den V2, wenn du sagst, der zieht mehr? Boah, da würde ich wirklich sagen 25, 28 Gramm. Okay, also da definitiv Kohle nachlegen, lange rauchen. Oder der Vandenberg, wenn man mit Freunden zusammen raucht an einer Pfeife. Ja, ja, das habe ich vorhin auch zu den Jungs drüben gesagt. Also wenn man zu zweit zum Beispiel an der Pfeife raucht für eine längere Session, viel, viel entspannter dann. Ja. Ne? Bei der V1 ist halt einfach so ein Einzelkopf, ne? Für eine Einschlauchpfeife. Ja, definitiv. Aber den V2, also den wird es auch in den gleichen Colorways geben. Der kommt in Gold Antique raus. Okay, geil. Also Gold Antique ist mein Lieblingsfußballer. Ich stehe, glaube ich, ein bisschen. Gold Antique und den Graphit. Der Graphit ist so all day bei mir einfach, muss ich sagen. Den Graphit habe ich leider noch nicht, aber finde ich auch schön. Aber ich habe den Antique Gold, den finde ich auch wunderschön. Ich muss auch sagen, der V2 kommt auch in Graphit raus. Vielleicht da dann, ne, dass man mal hinterherlegt. Beide wäre natürlich ein Ding. Ja. Ne? Speaking of hinterherlegen, habt ihr Messerangebote am Start? Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Produkt ist das Geld wert, das muss so bleiben. Kostet 39,50 der V2. Ach krass, 5 Euro teurer geworden. Der ist, also. Genau, okay. 34,90 kostet ja der V1. Ja. Der kostet jetzt 39,50. Ist halt ein bisschen mehr Material draufgegangen, ne? Aber ich muss sagen, es gab ja die Limited Editions bei dem V1, wie den Kirschblüte, Rotgold und Eisblüte. Ja. Eisblüte zum Beispiel einer meiner Lieblingsköpfe bei dem V1. Welcher ist der Eisblüte? Haben wir gerade leider nicht da. Ah, okay. Aber den hast du bei Yannick wahrscheinlich schon irgendwie auf Fotos gesehen. Der hat so blaue Blüteneffekte drauf. Okay, weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht. Sehr schick, ich kann dir auch gleich nochmal so ein Foto zeigen. Ja. Aber die Farben, die bis jetzt rauskommen, auch der Kirschblüte, der ja da nur Limited war, die jetzt als normal sehr nice. Geil. Ne? Stark. Und auch der Rotgold. Also bin ich gespannt, wann ich den mal testen kann. Aber ihr werdet die bestimmt ja dann später anhaben, dann kann ich mal testen kommen, oder? Der läuft hier die ganze Zeit. Hier läuft der V2 bei uns am Stand. Drüben bei Kismet haben wir auch ab und zu mal den V2 drauf. Ja. Also gerne rum. Ja, stark. Dann probiere ich mich da später mal durch. Sehr gerne. Ich danke dir. Gerne. So, hier haben wir gerade nochmal den Vandenberg V2 in der Graphit-Optik. In Graphit gefällt er mir auf jeden Fall schon viel, viel besser. Aber ist wirklich ein Mörderdepot. Also ich krieg da meinen kompletten Daumen rein. Also da muss schon gut was rein. Ja. Wenn man die nebeneinander hält. Aber bin ich gespannt. Vielleicht für lange Sessions oder mit Freunden zusammen. Geiles Ding. Vandenberg auf jeden Fall sehr interessant. V2 bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ding wird. Jetzt haben wir hier noch Golden Smoke, Tradis.
Also sehr, sehr riesige Tradis. Ist jetzt nicht so meins, aber für Leute, die Tradis mögen, vielleicht ganz interessant. Gibt es auch Tabak. Was haben wir hier links noch? BMW-Hooker mit ein paar Pfeifen am Start. Mit Afsal-Tabak. Afsal hat ein paar sehr interessante Flavor am Start. Da sehen wir hier auch links die Plakate. Da kann man sich dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen durchgucken. Hier haben wir Red Lava. Die haben auch so eine Paste und Glycerin rumstehen. Sehr, sehr wild auf jeden Fall, was hier alles so ist. So ein kleiner Stand, komplett ohne Branding. Das ist, glaube ich, auch eine Pfeifenmarke. Sind aber relativ... Ach, das sind die Chaos-Pfeifen. Okay, sehr nice. Smoke Freak. Also sind auf jeden Fall einige Marken am Start, die man gar nicht so kennt. Auch Smoke Connoisseur. Weiß ich jetzt nicht, ob das die Pfeifen sind oder was die genau machen. Und jetzt kommen wir zu Bubbles Tabak. Ein Tabak, über den man noch gar nichts weiß, von dem man noch gar nichts erfahren hat. Wo ich mir vielleicht jetzt mal jemanden für ein kleines Interview schnappen kann. Ich guck gerade mal. So, ich habe jemanden gefunden. Wie heißt du denn eigentlich? Hi, ich bin Burkhard. Grüße, Marvin. Hi. So, ich habe ja schon kleine Teaser von Bubbles Tobacco bekommen. Ja. Aber ich habe noch nichts gesehen. Ich weiß nicht, welche Sorten es gibt. Okay. Was habt ihr denn heute so dabei? Ich kann dich einmal rumführen. Und zwar haben wir 6 neue Sorten. Okay. Wir kommen bald auf den Markt. Und zwar haben wir einmal Lemonade. Okay. Lemon mit einer 8. 8 ja. Zitrusfrüchte. Habt ihr so einen Flyer? Von Lemonade gerade nicht. Okay. Dann haben wir Strawberry Ice Shots. Das ist wie okay. Dieses Eis. Eine Honigmelonentabak. Das kommt aber, dazu kommt aber noch später mehr. Dann haben wir einmal Lemon Berry, haben wir hier. Okay, den habt ihr ja schon angeteasert auf Instagram. Den haben wir angeteasert, genau. Aber es sind alle 6 Sorten fertig und ready für den Markt. Die sind fertig, genau. Geil. Dann haben wir hier unseren Renner, den Eisschlumpf. Baba Schlumpf. Baba. Genau. Was ganz Neues, das hatte noch keiner bis jetzt. Die Rezensionen bis jetzt sind sehr, sehr gut für okay. den Tabak. Als letztes haben wir noch ein Cherry Cola Tabak. Oh, auch geil. Genau. Eure Setups sind auch nice. Alles Oblaco, AO, Aeon. Sehr, genau. sehr geil. Genau, also wir wollten, dass alles passt. Auch die Bowls zu unseren Logos. Probier gerne mal durch. Ja, ich probiere gerade mal einen Baba-Schlumpf. Verrätst du da, was das sein soll? Zu grob? Zum jetzigen Stand nicht. Ich möchte vielleicht, dass die Leute mir mal selbst sagen, was sie glauben, was da drin ist. Super schwierig. Schwierig? Ich finde es schwierig. Ich gebe dir mal ein bisschen Hitze, ne? Gib ihm Hitze. Alles gut. Also lecker, süß, leichte Kühle am Start, ja. fruchtig. Ja. Aber welche Frucht triggert mich noch? Hast du so ein bisschen auch ganz wenig Cremiges? Cremig? Cremig, ganz wenig. Boah, aber wirklich minimal. Minimal. Ich bin normal super allergisch gegen Cremig, also ich nicht wirklich auch. Allergisch, ja. aber ich mag es gar nicht. Aber fällt mir bei dem auf jeden Fall nicht negativ auf. Okay, das ist gut. Ich habe irgendwie so ein paar Melonen-Vibes, vielleicht was Zitrusmäßiges. Ja. Also es soll nach Haribo schwimmen. Ja. Es soll in diese Richtung gehen. Das, hat dann, das geht dann eher so ein bisschen Richtung Erdbeeren, Beeren, ist gut, ja. genau. Was wird der Tabak kosten, wenn er rauskommt? 19,90 Euro. Mit der neuen Banderole 19,90 Euro. Mit der neuen Banderole 19,90 Euro. Okay, das genau. ist ja auf jeden Fall sehr, sehr nice. Weil da ja, seid wir ihr wollen halt so ein bisschen einen ganz anderen Vibe setzen. Wir wollen so ein ja. bisschen American Virginia Tobacco, ja. American Vibes, Miami, ja. Blue Miami und das wollen wir mit unseren 6 Sorten, mit denen wir jetzt starten, erstmal so ein bisschen. Stark. Und wann soll der rauskommen? Weißt du da schon ungefähr was? Ungefähr einen Monat. Ungefähr einen Monat. Ist Release, genau. Okay. Stark. Ja, bin ich gespannt. Also dafür wollen wir jetzt die Plattform auf der Messe nutzen und ja. uns erstmal hier zeigen. Ja, ich find's geil, dass ihr einen Monat vor Release alle Sorten hier habt und man die schon ja. rauchen kann. Ja, genau. Ist stark. Ich danke dir. Hat mich gefreut. Gleichfalls. So, wir haben hier noch Shababs-Tabak. Da ist aber leider gerade relativ voll. Habe ich noch nie probiert, werde ich später aber noch probieren. Hier haben wir noch, ich kann das Logo ehrlich gesagt nicht entziffern, RP-Hooker mit Smoker. Grüße. Da sehen wir auf jeden Fall einige Pfeife auch mit einem scheiß Smiley drauf. Ist eigentlich auch ganz witzig. Guck mal, wen wir hier haben. Jonas. Einmal den Jonas und einmal den hübschesten Mann auf der Welt. Alex steht da drüben. Nee, komm. Alles gut. Und, Highlight bis jetzt? Du, tatsächlich. Aber bisher ist es, man kennt die Leute, es ist schön mal wieder alle zu sehen, aber so dieses, das ist was Neues und das ist geil, das fehlt mir noch ein bisschen. Echt? Persönlich. Was also ich finde es übel geil, dass Alpaka da ist, dass Regal da ist. Du kannst hier Changes kaufen. Ja, das habe ich gesehen. Das ist schon wirklich wild. Ja. Es gibt Changes Club, das sind Sorten, die es eigentlich nur in Brasilien gibt und so. Gibt schon ein paar coole das Sachen. Das Ding ist aber, wenn ich da dran ziehe, dann war das mein letzter Zug. Ja, vielleicht. Deswegen ja. muss ich da immer ein bisschen aufpassen. Ja, wird schon. Aber sehr schön, wir sehen uns später. Wo sehen wir die Aladdin-Pfeifen? Ich habe gehört, da können wir auch was Neues sehen, ne? Genau, da freue ich mich schon später, ja. Ah, wo seid ihr denn? Aber so ziemlich zentral, neben Holz und Schicher. Ich werde euch finden. Bin mir sicher. Hoffentlich bist du dann auch da. Ja. My money don't jiggle.
Ich kann es nicht. It folds. Okay, wir gehen weiter. Ignoriert den. Schwach, Alex. Schwach. Bin enttäuscht. Wir haben jetzt noch Legacy Smoke auf unserer linken Seite mit Electro Smoke, Stony, Capital Bra, 030. Also die ganze Berlin-Bande am Start. Auf der rechten Seite haben wir noch Shisha Max. Das ist halt ein Großhändler. Da werden wir nachher auch mal noch vorbei. Ich werde alles so in Ruhe testen, sage ich mal. Das bringt ja jetzt nichts, wenn ihr mich da 18 Mal in der Pfeife ziehen seht. Ich will euch nur mal so einen Überblick geben, wer alles da ist, was man hier alles probieren kann. Der Stand geht übrigens noch weiter. Hier haben wir also nochmal dasselbe, Capital Bra und so weiter. Und jetzt kommen wir zu einem Stand, wo vor kurzem noch eine Pfeife rausgekommen ist und wo auch schon ziemlich gut was los ist, wie ich sehe. Jetzt ist die Frage, ob ich mir irgendwo den Moritz gleich schnappen kann. Wir haben nämlich hier auf unserer rechten Seite den Mose-Stand. Und da ist ja vor kurzem erst die Verity rausgekommen. Ich finde, der Stand sieht sehr, sehr geil aus. Jetzt ist die Frage, wo ist denn der gute Moritz? Ah, guten Tag, der Herr. Guten Tag. Ja, ein bisschen vor die Nase halten, dann wird das mit dem. Noch weiter? Ja. Du hast den doch auch genauso. Ja, ich hab den auch. Ja, okay. Moritz, Grüße. Du, das ist ja ein bisschen größer als vor ein paar Jahren, ne? Ein bisschen. Läuft, sagst du. Ja. Ja. Bist du happy? Ja, schön geworden, finde ich. Ja, ich finde, es sieht geil aus. Auch das ganze Design, da habe ich ja eben schon gesagt. Props an die guten Herren drüben, ne? Ja. Team wächst, wird immer geiler. Jetzt. Erzähl mal, was hast du so mitgebracht? Ja, wir haben ein paar neue Caesar-Boots dabei. Ja. Könnt ihr ja gleich mal abfilmen oder so. Die Verity in allen Varianten einfach mal. Nee, alle nicht. Das ich ging, weiß, da, ging das leider nicht. Spiele, oder? Nee, das boah, ich sehe schon meinen absoluten Favorit. Vorne mit dem Minzli, ja, mit der Perfect Fit. Sehr geil auf der Caesar. Graue Picker 500. Okay. Diese gelbe war auch nicht schlecht. Ja. Gelb hat auch was, ja. Was ist das für eine Bowl? Da hast du die PK 500 in Grau, aber ja, auch eine Tradi in Grau. Die ist auch neu, oder? Ja, die haben wir seit 2-3 Wochen auch. Ja. 2-3 Wochen. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Wie sieht's mit Messeangeboten aus? Haben wir auch. Wir haben einmal, ach, ich weiß nicht, wann das Video, ne, kommt, aber wir haben online jetzt auch 10% übers Wochenende. Und wenn die Leute hier sind. Also gibt's jetzt auch wieder Code SWG10? Nee, den gibt's gar nicht. Wieso? Mensch, schade, Messe 10 aber. Messe 10. Ah, das wird jetzt gecuttet, wa? Na, naja, der kommt nicht rein. Nein, Spaß. Können wir reinpacken. Okay, also Breeze 2 gibt es für 120. Ja. Dann das hast du 30 Euro gespart. Verity ab 165. Noir 120. Caesar Bowls groß 135 Euro. Die Clear, ja. Ab 135 auf alles Caesar Bowls haben wir 15%. 15? Ja. Okay, das für Caesar ist schon wirklich eine Ansage. Ja. Irgendjemand hatte geschrieben, hoffentlich unter 100 Euro. Und ich war so, ah, bei Caesar glaube ich leider nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, so gerne du das machen würdest, das könntest du gar geht nicht machen. Geht gar nicht. Also, dann wärst du nach 5% machen so, aber also mehr, viel mehr geht einfach nicht, ja, durch die Einkaufspreise, die wir dort auch haben. Glaube ich, glaube ich. Ja, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall geiler Stand. Und drüben ist noch der Nachbar Onbo, habe ich gehört. Ah, ja. Gehen wir, sollen da wir zusammen mal rübergehen? Ja, können wir noch zusammen hingehen. Ja, aber Moritz, wieso kennst du dich denn jetzt so gut mit Onbo aus? Du hilfst den Jungs ein bisschen am Stand. Ich gehöre dazu vielleicht. Ah, okay. Verstehe. Also, das haben Mono und ich zusammengegründet. Wollen wir uns einmal hinterstellen vor das geile Banner? Ja, jetzt können wir machen. Wir müssen einmal Hallo sagen. Guck mal, ich kann mich neben dich stellen, dann sind wir gleich groß. Neben dich setzen. Ja, setzen, ja. Aber stell nicht. Nee, jetzt bist du größer. Jetzt ist perfekt. Jetzt passt. So, erzähl aber mal. Aber ist auch ein bisschen anstrengend jetzt für mich, ne? Ja, dann stelle ich mich wieder hin. Ja. Onmo HMD. 25 Euro Alu HMD mit Balken. Richtig. Ich würde sagen, der Preis ist endlich mal fair. Endlich kann man sich einen Alu-HMD kaufen, der preislich sehr fair liegt. Entschuldigung. Und funktioniert. Eine Alu-Kohleschale. Richtig, das ist ja eine, ja, Kohleschale. Ja. Wie deiner Kranion auch, das haben wir ja schon geklärt. Aber gab es andere Alu-HMDs? AO-HMD. Ja gut, aber okay, stimmt. Aber der war halt echt nicht so geil. Der AO 912 ist jetzt sehr geil für einen Edelstahl-HMD. Ja, aber ich fand den Alu-HMD nicht wirklich gelungen. Ja. Hat ja auch keine Noppen oder Balken. Ja. Und ja, da haben wir eben. Sagst du jetzt eigentlich auch, dass du auf Balkenkontakt raus? Nee. Nee? Nee. Also bei uns irgendwer ist das jetzt auch entweder. Ein bisschen Kontakt, ja, bei mir im Stream. Aber hat irgendjemand einmal geschrieben, Würstchenkontakt. Ja. Seitdem ist das so ein Ding geworden. Also wir, ja, rauchen jetzt alle auf Würstchenkontakt. Ja. Nee, aber sehr, sehr geil, dass das Ding jetzt raus ist. Ja. Das machst du aber nicht alleine? Nee, das mache ich mit Onu, aber ich weiß nicht, wo der, ja, gerade ist. Der ist leider gerade unterwegs anscheinend. Ich stand hier gerade kurz und hat geguckt, aber ist schon wieder weg. Gut, aber du machst das mit dem Onu zusammen, der alleine was macht? Hookerwerk. Hookerwerk. Genau. Also Hookerwerk und Mose haben sich da zusammengetan und haben uns hier endlich mal einen günstigen Alu-HMD gebracht. Richtig. Mit Noppen, voller Funktionsweise und. Richtig. Aber gut, über einen Onmo-HMD muss ich euch ja eigentlich nicht mehr groß was erzählen. Den habt ihr bei mir jetzt schon
mehr als oft genug gesehen. Weißt du eigentlich, dass ich jeden Stream einmal die Frage kriege, hat er jetzt den Callout bei dir komplett abgelöst? Ich so, ja. Und das ist auch gut so. Ja, sehe ich auch so. Ich bin da wirklich froh drüber. Da ist er. Ono, komm mal bei, Minion. Ja, das ist der Kollege, mit dem wir das Ganze zusammen machen. Ja, ich bin Ono. Ich kenne Moritz auch schon ein paar Tage länger und ja, irgendwann haben wir uns entschieden, zusammen einen Hamdi rauszubringen. Ne? Wir haben eben schon ausführlich über ein Onbo berichtet, aber sehr, sehr nice. Ich bin echt froh, dass es jetzt eine günstige Alternative gibt, die man den Leuten empfehlen kann, ohne dass ein Anfänger für ein Alu-HMD, also ich finde halt, Alu-HMD ist geiler für Anfänger. Ja, und dann ist halt das Problem, wenn du einem Anfänger bis jetzt ein Alu-HMD empfehlen wolltest, hat er halt mal, selbst wenn du ein hervorragendes Angebot gefunden hast, 45 Euro kostet. Ja. Und da seid ihr immer noch 20 Euro drunter und das ist geil. Deswegen... Dankeschön. Gerne. Leute, guck mal, was hier liegt. Moritz, wann kommt das Ding? Wissen wir noch nicht genau. Das ist ja... Nimm den. Ja, aber der ist fest. Ist egal. Ja, die waren in einer Tasche und haben die sich zerkratzt. Mega nice. Wird aber der mehr kosten? Das wissen wir leider noch nicht ganz genau. Weil, aber es wird ja mehr kosten, den herzustellen. Ich denke, unter 30 wird er auf jeden Fall kosten. Okay, also vielleicht ein Fünfer mehr oder so. Vielleicht, ja. Okay. Ganz genau weiß ich es noch nicht. Und ihr wollt so schnell, wie es geht, aber... Müsst ihr erstmal testen, ob jetzt alles passt so. Ja, dann würde ich sagen, rauchen wir den heute noch ein paar Mal und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Machen wir so. Aber solange es oben nicht abgeht, alles easy. Ja. Okay, geil. Habe ich gar nicht gesehen, Mann. Bin ich richtig hyped. Ja. Weil das vermisse ich jetzt ein bisschen. Ja. Na, das wird sehr nice. So, sehr, sehr geile News bei Onmo auf jeden Fall. Stark, dass sie eine schwarze Version von dem Onmo rausbringen. Auf den warte ich. Jetzt laufen wir gerade an dem absolut gigantischen Stand von Black Coco vorbei. Merch ohne Ende. Wusste ich auch nicht, dass Black Coco so viel Merch hat. Und auf der rechten Seite wird es jetzt langsam warm, weil hier ist die Kohlestation für gefühlt die halbe Messe. Da werden gerade ordentlich Kilos weggeballert. Allein diese Tonnen, die da stehen. Also wie viel da rein, ist auch ungefähr der coolste Kohlemann ever. Muss ich einfach mal Props aussprechen. Und wir sind jetzt fast einmal außen rum gegangen. Dann gehen wir noch ein bisschen in die Mitte. Gucken mal, was es da noch so gibt. Und hier kommen wir jetzt zu Punky Wanted. Stand sieht cool aus. Ich habe aber absolut keine Ahnung, was sie da haben. Aber ich zeige euch mal was Wildes, was es hier an dem Stand gibt. Ich kann mich jetzt nämlich einmal hier hinten verstecken. Und dann sind wir hier am Start. Hallo, guten Tag. Machen wir weiter. Hier haben wir auf jeden Fall die Odoman-Pfeifen. Die kennt man auch seit Jahren etabliert auf dem Markt. Da gibt es die kleineren, die Travel. Gibt es in dieser Spider-Variante, gibt es in den größeren Varianten. Odoman Travel fand ich früher eigentlich mit immer am coolsten als Travel-Pfeife, bis die Viro One rausgekommen ist. Dann muss ich sagen, fand ich die Viro One deutlich geiler zu mitnehmen. Aber aussehen tun die... Kameramann rennt die Leute um. Aber aussehen tun die immer noch sehr, sehr geil. Aber rechts haben wir jetzt erstmal in komplett pink den Bike Handy Stand. Und da sehe ich doch schon ein paar bekannte Gesichter. Euch kann man nicht übersehen, ne? Ja, ne? Schön knallig, pink, bunt. Ja, ja, sehr, sehr geil. Bunt. Und alles pinke Pfeifen, alles pinke Oblakos. Genau, wollten wir alles schön einheitlich halten bei uns in der Themenfarbe. Ja. Und ja. Erzähl mal, was habt ihr Neues für uns dabei? Neues dabei haben wir einmal den saure Würmer Green Edition. Ja. Und später kommt ganz, was ganz... Was ist das Grün? Grün Kiwi Kaktus. Okay, das klingt geil. Ja, ich denke, viele mischen das sowieso schon gerne. Hast du den hier irgendwo am Start schon? Ja, klar, komm mit. Bis später. Der wird auch als Starstand wahrscheinlich rauskommen. Den haben wir auch hier dabei für die Messe, dass die Leute jetzt mal rauchen können. Ja. Ist das das, was später noch kommt? Genau, 7 Darkblend-Sorten werden wir euch vorstellen. 7? 7 neue. Alle hier? Alle hier. Okay, geil. Safe. Ja, der Kopf ist leider ziemlich durch, ne? Ziemlich durch, ne? Da muss ich wohl später nochmal kommen, wenn es frischer läuft. Auf jeden Fall auch vorbei. Dann brauchen wir noch Köpfe auf ganz entspannt fliegen. Machen wir es. Okay. Aber sehr geil, und ich bin auf den Darkblend gespannt. Du weißt ja, Virginia mische ich gerne mal mit rein, aber ohne Darkblend ist für mich immer ein bisschen schwierig. Ist ein Muss, ne? Vor allem die viel Schüsse rauchen. Da gehört so ein bisschen mehr Bums, ein bisschen mehr Nikotin dahinter, ne? Damit es auch satt macht. Richtig. Ja. Gut. Okay, guck ich später nochmal vorbei. Ich danke dir. Nächster Stand, den wir uns angucken, ist der Lira-Stand. Riesengroß. Wir sehen hier als müsst die Kameramänner mal rüberfilmen, werden hier auf jeden Fall angecheert. Aber wir haben hier einmal die Merch-Abteilung, beziehungsweise auch schon die Tabakdosen dastehen. Die waren auch auf dem Shisha-Messe-Event, als wir im Allgäu rauchen waren. Aber ich würde sagen, wir gehen da mal drauf und gucken uns mal um. Vorne stehen noch griechische Göttinnen rum. Also wirklich geisteskrank großer Stand und auch ein sehr, sehr schön gemachter Stand, muss ich sagen. Wenn wir rumgehen, Exotic Time haben wir. Okay, das sind alles die Exotic Time Pfeifen. Auch diese Wand übelgeil. Okay, ich glaube, die Flavor sind nach Ecken unterteilt. Hier drüben, wie gesagt, die Göttinnen und Götter, aber auch mit Pfeifen am Start. Die werden aber gerade noch ein bisschen angemalt. Hier haben wir dann nochmal die komplette Tasting Area anscheinend, wo dann alles Mögliche durchläuft. Aber sehr interessant, wie gesagt. Durchprobieren werde ich mich dann später in Ruhe. Erstmal so ein kleiner Überblick für euch, was es hier alles gibt.
Ja, aber Lira-Strand sieht auf jeden Fall krass aus. Oh, ich glaube, ich muss hier kurz surfen gehen. Bisschen auf der Shisha-Messe surfen. Sehr wichtig. So, bei Candy hatten wir, Lira hatten wir, durchprobieren werde ich mich später. Okay, hier drüben geht es dann weiter mit Coco Yaya. Coco Yaya ist eine indische Marke, die man in Deutschland eigentlich gar nicht so kennt. Die Pfeifen sind jetzt auch eher nichts für mich, muss ich sagen. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, dass jetzt auch indische Hersteller einfach auf der deutschen Messe sind. Das ist ja wirklich schon ein krasser Fakt, dass jetzt auch indische Marken nach Deutschland kommen. So, da haben wir hinter uns jetzt noch den True Passion Stand. Da werde ich mich auf jeden Fall auch nochmal durchprobieren, weil True Passion lange nicht mehr probiert und früher einige Sorten von denen extrem gerne geraucht. Bin ich aber sehr gespannt, weil die einige Flavor haben, die ich extrem gefeiert habe. Zum Beispiel den Vampire Nights, den habe ich mir früher in Kilodosen gezogen, weil ich den so geil fand. Guck mal, wer du bist, Kamerascheu. Das kannst du mir bei deinen ganzen IGTVs, Stories und sonst was gar nicht erzählen, Mignon. Ist ein anderes Feeling. So. Achso, ich muss hier reinsprechen. Ja. Ist ein ganz anderes Feeling. Aber ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich sehr, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Ich habe gehört, wir gehen heute noch schön essen und schön pfeifen. Habe ich auch gehört. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, ich auch. Ja, geil. Ich spare mir auch meinen Hunger auf und werde heute Abend ungefähr 18 Adana-Spieße verballern. Geil. Ich habe noch keinen Hunger und ich hoffe, das bleibt so und dann... heute Abend. Sparen wir uns das auch heute Abend. Ja, ja, sehr geil. Sehr cool. Schreck. Hast du, ihr seid eben erst angekommen. Wir sind vor einer halben Stunde angekommen und gehen gerade zu unserer kleinen Runde, haben aber erst 10% gesehen und schnuppern jetzt ein bisschen. Gut, dann frage ich dich später nochmal, was deine Highlights sind. Okay, erste Highlight habe ich schon gesehen. Was denn? Das war Alpaca und Regal. Habe ich auch Tangiers. Gesagt. Hab ich war auch ich erstmal baff. Und nicht nur das, man kann Tangiers kaufen. Habe ich auch mitbekommen. 30 Euro. Ja. Und mein Bruder hat sich schon einen Alpaca, einen scheinbar limitierten, den es nur noch dreimal gibt, hat er sich auch gleich für 60 Euro gekauft. Direkt gesnackt, also, da ist, ja. Die Liebe auf jeden Fall da. Geil. Ja, cool. Gut, dann frage ich dich heute Abend nochmal nach deinen Highlights. So machen wir. Viel Spaß auf der Messe. Ebenso, Dankeschön. Nächster Stand, wo wir sind, Riesenstand. Sehr, 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 sehr schöner Stand. Shisha-Kartell, die neue Marke von Alpaca, die ja jetzt schon 6 Sorten rausgebracht haben, die wir in Dubai testen konnten. Jetzt haben wir schon direkt hinter dem Kameramann einmal die Wand voll mit den Verpackungen, schön color-coded. Ich finde, das sieht tatsächlich ganz geil aus, so wie die das hier ins Regal stellen. Ich finde, irgendwie hat das was. Im Gegensatz zu den Dosen kann man halt sehr, sehr nice stapeln. Ne? Sieht halt schön aus. Ich glaube, hinten die Tabak-Tasting-Area gucken wir uns auch mal an. Es gibt auch wieder Live-Tätowierung. Also wenn sich von euch jemand noch spontan ein Tattoo auf der Messe stechen lassen will, dann kommt wohl mal bei SK vorbei. Die Flavor kennen wir ja schon. Die ersten 3 habe ich euch vorgestellt. Die anderen 3 werde ich auch noch rausbringen. Also als Video-Review. Deswegen, hier muss ich mich jetzt gar nicht großartig durchtesten. Aber sehr großer, sehr, sehr schöner Stand. Leute, People Square in the house. Der gute Fredo ist auch am Start. Hast du schon ein bisschen was gesehen? Ich bin gerade noch so ein bisschen am Ankommen. Ja. Aber ja, jetzt erstmal rumlaufen, ein bisschen die ganzen Stände bewundern. Ja. Ist ja Wahnsinn, was hier auf die Beine gestellt wurde. Ey, also gerade sowas wie Shisha-Kartell, Holzer, geisteskrank groß, oder? Absolut, absolut heftig. Ich habe noch nicht alles gesehen, aber mit jedem Meter wird es besser. Ja, ist wirklich so. Was, hast du schon ein Highlight bis jetzt? Oder so ein paar? Highlight, also wo ich jetzt schon dran vorbeigegangen bin, ist Reboshi. Das natürlich wieder vom... Zwei riesige Stände, da waren wir aber noch nicht. Genau, da hast du noch nicht so viel verraten, da gehen wir gleich noch gucken. Ich schon drauf freuen im Video. Ja. Und mein zweites Highlight ist... Ehre. Ja. Sehr gut, so muss das. 10er gebe ich dir später. Dribbeln wir so. Fredo, viel Spaß auf der Messe. Grüße vom SK-Team hier noch an der Stelle. Ich habe eben schon gesagt, ihr habt ja jetzt wahrscheinlich nicht schon eine neue Sorte dabei oder sowas, Nein, oder? Nein, noch nicht. Noch ja, sind ja gerade neu auf dem genau, Markt. Genau, wir lassen jetzt eben die bisherigen Sorten testen. Also jeder darf, ist eingeladen, zu uns bekommen, alle mal durchzuprobieren. Ja. Man kann auch kaufen, theoretisch. Ja, es, genau, also der Stand ist wirklich wunderschön geworden, ne? Ja. Also wirklich krass. Tätowiererin ist auch schon am Arbeiten, oder was? Genau, genau. Also oder hast du schon eins? Nee, ich habe noch keins. Ich lasse ihn jetzt in den Vortrag. Ah, natürlich. Die gute Gastgeberin natürlich, ja. Genau, nee, wir haben 2 Secret Missions. Also einmal dieses Digital Tagging. Wenn man das gemacht hat, dann ist man würdig genug, um ein SK-Tattoo zu bekommen. Verstehe. Also wir bieten verschiedene Tattoos an. Genau, for free natürlich. Aber ihr habt die ganzen Logos übernommen, also die Waffen. Also natürlich genau, das Logo an sich. Genau, wir haben die Brands. Essentials so praktisch genommen. Genau, aber also halt Waffen, nicht nur die Logos, sondern auch Waffen. Genau, so Rosen kann man sich stecken lassen, Totenkopf, alles was so für die Brand spricht, genau. Wild, wild, ja, auf jeden Fall sehr, sehr cooler Stand. Ja, freut mich. Dankeschön. Wir sind drinnen, Dennis. Wir sind im Club. Wir sind überall Holster,
Wir wollten Nino suchen, aber Nino ist nicht da. Ich wollte, dass er uns was Neues erzählt. Ich stehe jetzt einfach awkward rum und warte, dass mich jemand beachtet. Vielleicht kriegen wir noch ein Interview. Mit ein bisschen Glück. Schauen wir mal. My money don't jiggle jiggle. Fold. I like to see it wiggle wiggle. For show. Es gibt viele schöne Dinge auf der Messe und nicht nur Pfeifen. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Was sagen Sie zur Messe? Die Messe bisher sehr gut. Meine Stimme ist jetzt schon fast weg. Ich bin sehr gespannt auf morgen und übermorgen. Was ist jetzt dein Highlight von der Messe? Boah, sehr, sehr schwer. Also alle Stände, die natürlich eine Case haben, sind im Highlights-Ranking ganz weit oben. Aber ansonsten, ich muss sagen, der Stand crazy, SK crazy, SK muss noch hingehen. Und ja, was sagst du? Was ist dein Highlight? Ich habe literally kein Wort gehört von dem, was du gesagt hast. Ja. Aber mein Highlight ist das, was wir bei Aeon gleich noch sehen werden. Oh, stimmt, da muss ich auch noch hin. Man konnte Tangiers heute Morgen kaufen. Ah ja, sehr gut zu wissen. Alpaca Balls, cool. Regal Hookers, cool. Und ich freue mich drauf, noch Element zu probieren. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, habe ich ja schon gehört. Also bisher sehr gut, aber auch sehr anstrengend. Ich bin gespannt, wie es morgen und übermorgen aussieht. Also heute ist ja Freitag, da haben wir noch ein bisschen weniger Leute hier. Ja, das stimmt. Aber morgen und übermorgen wird gut voll. Ali, was ist dein Highlight? Hier. Ist krass, was ihr aufgefahren habt erstmal. Props, crazy. Bin mal gespannt, ob man die Musik damit unterdrücken kann. Das ist halt das Schwierigste, ne? Ja. True. Highlights auf der Messe bis jetzt? Hast du schon ein bisschen was gesehen? Bisschen wenig bisher. Ian waren wir noch nicht, ich hab's gerade gehört. Ich bin sehr gespannt, was da kommen wird. Du bist positiv überrascht? Also, ist jetzt ein paar Tage her, dass ich mir einen Eindruck machen konnte, aber ich bin gespannt, wie es jetzt ist, ja? Same hier. Ich bin sehr gespannt. Tangiers habe ich gerade gesehen. Ja. Überraschend, aber sehr erfreulich. Es gibt sogar dieses kleine Tangiers-Regal. Habe ich gesehen. Ja. Ich mache so ein Auge darauf. Holy shit. Das ist krass. Element habe ich gehört. Ja. Wo? BMW. Aber du musst für 100 Euro einkaufen, um in die Lounge zu kommen. Ernsthaft? Ja, no joke. Auch du mit dem Geschütz hier? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht haben wir ein bisschen Vitamin B. Aber normal ist eben so. Spectrum habe ich gehört. Ja, wir sind ja auch bei denen, oder? Was denn? Nochmal? Ich habe es nicht gehört. Ich glaube, Spectrum und Element sind B. Beide bei BMW, ne? Nein, Spectrum ist... Nasch ist noch mit da am Stand. Nasch ist alleine? Ja. Und Spectrum ist mäßig... Verstehe. So ein bisschen da. Naja. Die laufen über dem... Ich glaube, jetzt wird es schwer, oder? Weiß ich noch nicht. Hören wir dann am Computer. Viel Spaß auf der Messe. Nino, Grüße. Erstmal fetter Stand. Dankeschön. Du hast bestimmt ein paar neue Sachen auf dem fetten Stand untergebracht. Unter anderem, ja. Möchtest du uns die vielleicht zeigen? Sehr gerne. Wo möchtest du denn zuerst hin? Wir haben nämlich auf dem Stand verschiedene Stationen aufgebaut. Wir haben einmal die am nächsten bei uns ist. Wir können ja eine Runde gehen. Laufen wir. Okay. Laufen wir. Richtig. Also hier ist erstmal Tasting Area. Korrekt. Zur linken Seite haben wir die Tasting Area, beziehungsweise ist die Mixology Bar. Also hier ist Mixology? Genau, hier werden die Shisha zubereitet für die Lounge. Wir haben vorne eine, das sehen wir gleich nochmal, eine Tipsy Lounge. Hinter uns ist die Holster Lounge. Natürlich kannst du in beiden Lounges beide Sorten oder beide Marken auch probieren. Ja. Also jetzt ich kann auch, wenn ich hier sitze, jetzt einen Tipsy rauchen. Richtig. Okay. Jetzt haben wir eigentlich ja schon fast eine Sache verraten, die Tipsy Lounge. Ja. Was ist Tipsy? Du weißt es? Ich weiß es. Willst du mal raushauen? Eine wiederbelebte Marke von damals. Korrekt. Ist ein Recomeback von Tipsy. 2019 gab es die Marke mal. Musste aus privaten Gründen eingestampft werden. Ist jetzt auch wieder zurück. Mit derselben Qualität und denselben Sorten, wie man sie auch zuvor kannte. Und ein Zusatz noch. Wir haben nämlich den Viva La Fiesta rausgebracht. Das ist eine Sorte. Und das ist eine neue Sorte jetzt bei Tipsy. Korrekt. Genau. Ja. Du hast da so ein Heftchen. Vielleicht können wir uns das hier mal angucken. Ja, wir haben das erste Holster-Magazin und direkt zur ersten Seite kann man auch schon sehen, was Neues kommt. Zum einen Unicorn, jeder kennt's, Fruit Loops, Frühstücksserialien sowie auch Mr. Z, Cineminis. Im Churro-Style. Churro-Style, richtig. Da muss ich ja sagen, ne? Du weißt ja, ich schon cremig. Ja. Da hast du mir... Zwei Sorten, ne? Ich probiere sie mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Absolut. Wir können jetzt, wenn ich jetzt einmal blätter, ist es gerade auch ein Release einer weiteren Sorte, die eigentlich nächstes Wochenende erst vorgestellt wird. Sollen wir es machen oder sollen wir überspringen? Ja, safe. Also exklusiv bei dir, Vorstellung der neuen. Das Video kommt heute online. Okay. Okay, let's go. Dann hast du uns geknallt. Das heißt, ihr hattet jetzt Unicorn angekündigt, dann auch so, Mr. C kommt auch. Korrekt. Und es kommt noch eine neue. Jetzt kommt noch eine weitere. Und du darfst blättern. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wirbel, Wirbel. Eisfinger.
Eiswänge. Wild. Eiskaktus war ja schon der Brenner. Richtig. Und was steht da? Ice fruit to cool you down on a hot summer day. Was ist drin? Wo ist der Unterschied? Also ich denke jetzt bei Eisfinger, das ist wieder eine Eissorte. Und wo ist, also was ist denn, man sieht es ja eigentlich, ne? Ja. Was ist da drin? Also ist Limette, Himbeere, Orange. Korrekt. Es hat so einen leicht süßlichen Geschmack. Erinnert stark an das Eis, was man auch kennt natürlich. Ja. Sehr sommerlich gehalten. Also ich finde persönlich, durch die Frische, durch die Nuancen der ausgewählten Aromen, ist es ein perfekter Sommertabak, den man auch natürlich pur oder auch beimischen kann. Ja. Also genau. Da sehe ich mich. Ja? Ja. Bei denen muss ich gucken, du weißt, cremig und ich, schwierig. Ich denke, du wirst damit viele happy machen, aber bei mir ist es halt schwierig. Super. Aber habt ihr noch nicht dabei? Nein. Die habt ihr aber dabei. Ja. Das heißt, die kann ich hier noch probieren. Absolut richtig. Okay, perfekt. Absolut richtig. Dann würde ich sagen, wenn wir das Video fertig haben, wissen wir, was wir machen. Sehr schön. Okay, super. Und dann? Es geht noch weiter? Ich würde sagen, wir können mal kurz zum rechten Frame zeigen, also zum rechten Bilderrahmen. Ja. Wir haben zur rechten Seite, wie du sehen kannst, Bloody Punch und Grape 2.0 Dark Blend Ultra Noir. Das mit Bloody Punch wusste ich noch nicht. Ja. Von dem Grape 2, ich war ja mal bei dir. Du hast mich ja schon mal ein bisschen eingeweiht, ein bisschen probieren lassen, aber Bloody Punch hast du mir nicht erzählt. Richtig. Das war auch ein Wunsch vieler unserer Blogger-Kolleginnen. Wir haben uns Inspiration aus der Community holen lassen. Ja. Was eignet sich denn eurer Meinung nach von der Holstersorte perfekt für ein Dark Blend? Ja. Da kam natürlich vermehrt der Wunsch, Bloody Punch oder Brust, definitiv. Ja. Safe. Genau. Und die, da steht Out Now? Ja. Ist noch nicht so ganz Out Now? Nein. Okay. Noch nicht ganz. Aber bald. Ja, also wir planen den Release in circa 3 bis 4 Wochen. Okay. Es ist gerade alles in der Abfüllung, muss verstehen. Das ist kein Massenprodukt, was wir da herstellen mit dem Dark Blend. Hat eine 3 Monate Reife und die muss dann auch wirklich perfekt sein. Ja. Und wir dachten uns, bevor wir jetzt etwas auf der Messe vorstellen, was nicht 100% unseren Erwartungen entspricht. Gut Ding braucht Weile, dann lieber noch einen Monat länger warten und dafür ist es gescheit. Ich meine, es gibt auch noch da gibt's jetzt auch noch beziehungsweise einen Shisha-Rauchen nach der Messe. Ja, safe. Aber da gibt es jetzt auch noch kein Probierpäckchen, was du so da war. Naja, schade. Ich warte. Kriegst du, definitiv. Ich würde sagen, Marvin, ich bring dich mal einmal hinter die Tipsy-Wand. Ja, gerne. Dann gehen wir einmal rum. Nämlich etwas an euren ganz Figuren Cooles hier vorbei. Vorbereitet. Zwischen den Figuren hier. Da bin ich gespannt, ob das mit der Musik klappen wird, ne? Ja. Müssen wir mal gucken. Okay, jetzt sind wir bei Tipsy. Bei Tipsy und Holzer, das ist die Wand. Du hast an deiner rechten Seite hast einen Eiskaktus, der komplett made in Germany gemacht ist. Muss ich erwähnen, 6 Monate lang harte, intensive Arbeit vom lieben Andreas und seinem Grafikteam. Also bei uns der Andreas, der Senior-Grafikdesigner. Und links von uns ist der Mr. C. Der Mr. C. Genau. Das heißt, du wusstest auch vor 6 Monaten schon, dass die Sorte hier kommt. Richtig, genau. Schön. So, wir gehen wieder rüber wegen der Musik. Das ist mal eine Dosengröße für mich. Wann kommen die raus, die 100-Kilo-Dosen? As soon as possible. Ich würde mal sagen, was schätzt ihr? Es ist 1,50 Meter hoch. Ja. Wie viel Tabakvolumen könnte in dieser Dose passen? 875. Ich weiß es selbst nicht. Ich dachte, wir kriegen jetzt die Antwort. Ja, keine Ahnung. Ich werde es ausprobieren. Ich weiß es nicht. Ja, mach mal voll. Mach ich. Bei mir im Keller. So, hier habt ihr die Shop-Area. Genau. Das heißt, alle, die sich eindecken wollen. Tabak natürlich keine Messepreise, geht ja nicht. Leider nicht. Ja. Korrekt, leider nicht. Ja. Aber es ist wirklich riesig, der Stand. Wenn man hier einmal drum rumläuft, ist man ja ewig unterwegs. Richtig, ja. Wir haben hier knapp 1000 Quadratmeter. 1000? Ja. Ja gut, mehrere Marken. Mehrere Shops. Absolut. Das zieht natürlich Platz. So, hier kommt der Merch-Shop. Das heißt, die Holstersocken und Co. hier. Ich sehe es immer wieder fleißig, wenn du am Fitnessstudio bist. Da sehe ich immer, dass du fleißig unsere Söckchen trägst. Ja. Ein bisschen mehr Gain, oder was? Ja, ja. 10% mehr drückt man dann. Boah, krass. Ja. Ordentlich. Tipsy, habt ihr auch direkt Merch? Genau. Sehr stark. Und auch im Merch-Shop immer ein bisschen Pfeife am Start.
Brust habt. Ja. Die Holzerpfanne habt ihr, die Trinkbecher, Mundstücke. Da ist echt mittlerweile einiges, ne? Das stimmt, ja. Das ist schon krass. Also, Marvin, wie du siehst, der Stand ist komplett geschlossen. Wir haben das Ganze so konzentriert gemacht, dass wir zwei Eingänge haben. Ja. Weil ich persönlich, also wir haben ja schon viele Messen besucht, muss ich auch, ich sehe dich ja auch, ob es ein Russland ist, ob es in Amerika ist oder so. Amerika leider noch nicht. Echt? Da habe ich dann Google da gesehen. Vielleicht war da ein anderer großer Typ. Wahrscheinlich. Jedenfalls ist es halt wirklich relativ uncool, wenn du überall immer einen Stand besuchen kannst. Weißt du, also von allen Gängen rein kannst. Ich finde das mit den Stationen auch sehr geil gelöst bei euch. Und mit der Lounge natürlich, ne? Siehst du da schon die Big Mama? Die Big Mama? Big Mama Traube nicht. Die Traube Mama. Sehr wichtig. Absolut. Nino, ich danke dir für die Tour. Ich danke dir für den Erfolg. Danke auch. Komm nachher einen schönen Traube rauf. Wunderbar. Immer herzlich willkommen. Okay, wir sind bei Aladdin angekommen. Wir schnappen uns jetzt mal den guten Jonas. Na, guten Tag. Nimm das sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Jonas. Ganz in den Mund, oder? Ja, essen. Am Jonas, ja. Ich habe gehört, ihr habt hier neue Pfeifen. Genau, wir haben zwei neue Mitglieder in der Epox-Familie. Die Epox-Familie ist eine sehr beliebte Familie. Ja, auf jeden Fall geht weiter, muss man ausbauen. Ja, wo haben wir die denn? Hier drüben, komm mal mit rüber. Da haben wir die Epox 460, das ist quasi die 360 in 10 cm größer. Okay. Ja, das heißt Funktion, alles 1:1. Ja. Sehr schön Steckverschluss, ich liebe dieses Schraub. Und Schliffanschluss aber, ne? Genau, ja. Jetzt das ist geil. Der wird noch ein bisschen kürzer, dass er genauso versinkt wie hier. Stark. Ja. Und dann auch mit einer schönen Frozen Bowl und einigen neuen Farben. Die Sleeves sind geil, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es gibt aktuell, oder wird jetzt erstmal zum Start 5-6 Farben geben. Ja. Ja. Und dann geht's weiter auf der Seite. Wie zufrieden bist du denn mit der 425 bis jetzt? Ich mag sie sehr, sehr gerne. Ja? Wirklich. Und ich habe auch. Weil war ja jetzt eure erste Steckpfeife in der neuen Epox-Zeit, genau, sage ich mal. Genau, ne? Die erste Steckpfeife der Epox-Zeit und seit, ich glaube, 10 Jahren überhaupt. Ja. Als seitdem der Trend halt wieder losgeht. Und auf jeden Fall rauchtechnisch und von dem ganzen Zubehör, was dabei ist, über 15 Blow-Offs komplett. Du kennst das ja. Ich habe so lange gewartet, dass ihr eine Steckpfeife wieder macht. Und jetzt haben wir auch noch eine größere. Genau, richtig. Das hier ist ein Herzensprojekt von Aladdin selbst, Mann mit dem Hut. Und zwar gab es damals die Aladdin Magier. Das war damals die beliebteste Pfeife in Deutschland. Und wann die hatte war das diese ungefähr? Form. Das war vor 10, 12 Jahren oder so. Da kann ich dir später mal ein Bild zeigen. Ja. Und da dachte sich, wir machen die Form von der Rauchsäule, machen wir jetzt auch ein E-Box-Modell mit den Funktionen und so weiter. Und man kann umdrehen. Genau, man kann es umdrehen, wie man es halt dann am liebsten hat. Ja. Es war auf jeden Fall ein anderes Design. Das Blau hier sieht geisteskrank aus, ne? Ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit den ganzen Epoxidfarben. Die sind halt. Es ist ja auch so, dass jeder Hersteller so ein bisschen seine Schiene fährt und wir finden damit dann unsere, die sich ein bisschen von den anderen abgrenzt und halt nicht. Also ich muss sagen, so rum aussieht. Gar nicht so mein Ding, aber so rum geil. Ja. Aber das ist die Originalform von da. Aber wir haben extra drauf geachtet, dass man es switchen kann. Das ist stark, da kann jeder so ein bisschen mixen. Auch durch die Blow-Offs, wenn du die Seite hier oben hast und dann den Blow-Off nach unten, sieht das viel cooler aus, als wenn die Seite oben wäre. Von Prinzip her, aber wie die 425, genau. Nur ein bisschen größer und eine Hommage an ihren Vorgänger. Genau. Ja. Was habt ihr sonst so mit dabei? Dann den Loyal Tobacco, den wir jetzt hier mal ein bisschen Bekanntheit reinholen wollen. Wie viele Sorten kommt da raus? Acht Sorten. Acht Sorten, okay. Alles Virginia? Genau, richtig. Okay. Das kommt, ich weiß gar nicht, wie bekannt diese Info ist, aber es kommen ja viele große Marken aus derselben Produktion. Ja. Ja. Und da ist unsere Marke auch dabei bei der Produktion. Deswegen für die Leute, das ist die altbekannte Qualität mit neuen Geschmäckern. Okay, geil. Das ist geil. Wo wird der Preis nicht liegen mit der neuen Steuer und Co.? Wir haben jetzt zum Starten, weil wir haben es im neuen Jahr gemacht, nicht im letzten. Ja. Das heißt, wir wollen nicht mit 24,90 starten, weil das ist für die Leute schon hart, so viel Geld auszugeben. Das tut sau weh. Wir sind jetzt bei 17,90 €. Mit der neuen Banderole? Mit der neuen Banderole aus das dem krass. Grund, dass wir die Leute probieren lassen wollen. Okay. Ganz einfach. Aber ihr wollt das auch nicht noch ändern? Das muss geändert werden. Also 17,90 € kannst du nicht halten. Das kannst du nicht halten, da muss man ehrlich zu sagen, da macht man im Handel, wenn man es nicht direkt an den Kunden verkauft, ein Minusgeschäft. Ja. Aber es ist halt. Also, ihr verzichtet erstmal auf eure Marge, absolut, damit die Leute probieren können. Richtig. Aber muss noch angepasst werden. Richtig, ja. Okay. Mal schauen, ob es dann zu den 20 oder 25 Gramm wird oder vorher nochmal 200 Gramm los mit den Leuten. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit für alle. Ja. Und ich fand es ganz witzig, auch mal mit dir eine kleine Prognose zu schreiben,
weil ich unterhalte mich immer mit so vielen Leuten und jeder hat eine andere Meinung. Ja. Und in einem halben Jahr bis Jahr wissen wir Werte recht. Werte, die richtige Vision. Ja, bin ich gespannt. Ich will mal so einen kleinen Fragebogen machen. Okay. Und dann Leute einfach mal schreiben, ich denke, das und das wird passieren. Und dann gucken wir mal, wer mit dem Recht hat. Let's go. Okay, dann haben wir hier die Sortenübersicht. Es gibt ja inzwischen, ich habe bei mir im Shop geschaut, über 700 verschiedene Dosen. Also in eurem Aladdin Online-Shop, genau. Übrigens Code SWGC. Nee, nur noch SWG. Nur noch Code SWG. Für einen schönen Biggie-Funnel im Wert von 20 Euro. Nee, auf jeden Fall. Ich meine, man kennt ja viele Sachen. Ja, Traube, Minze kennt man, Doppelapfel kennt man. Ja. Eine Birne kennt man auch, wobei das hier meine Lieblingsbirne geworden ist. Ja. Okay. Und ein Flavor, der so, sag ich mal, neu zusammengemixt wurde, ist Kimatra. Kiwi, Maracuja und Traube. Und das ist also Kiwi, Traube liebe ich ja sowieso. Ne? So meine Lieblingsmischung überhaupt, Kiwi, Smoothie und Traube. Also Kiwi, Traube bin ich daheim. Maracuja feiere ich auch, bin ich gespannt. Und sonst haben wir noch eine pure Melone. Ja. Ananas, Mango. Dann noch den Bären-Mango-Mix. Und zuletzt eine Kirsche, die, ich würde sagen, von den 8 Sorten ist die Kirsche die in den Top 3 der beliebtesten Sachen. Ja? Okay, krass. Kannst du auf jeden Fall gleich mal durchprobieren. Ja. Und dann haben wir noch 2 Neuheiten, die da vorne sind. Ja, dann let's go. Hier ein paar Meter weiter. Was ich ja witzig finde, wir haben hier einen Stand von, ich glaube, 250 Quadratmetern. Aber hier sind so riesige Stände, dass man mit so einer großen Fläche klein aussieht. Wie viel Fläche habt ihr? Weil ich meine, klein ist der Stand auf keinen Fall. Ja, das sind, ich glaube, 28 mal 11 Meter oder so. Als du gesagt hast, kleiner Stand, dachte ich erst, das wäre der Stand. Ach so, nee. Aber wir haben ja ganz gut Fläche. Ja, so, was hast du hier noch am Start? Genau. Also 2 Aufsätze. Den Magma habe ich ja schon mal gesehen, ne? Genau. Einmal dürfte ich schon mal lunzen, aber ich dürfte noch nichts verraten. Das ist halt leider manchmal einfach so. Ja, manchmal darf ich euch nicht alles direkt verraten. Die Geduld, die du manchmal haben musst, ne, das ist schon vorbildlich. Da vor allem ist es halt assi so. Ich würde gerne so viel erzählen, aber ich darf es nicht. Ansonsten muss ich viel Geld bezahlen, das wollen wir nicht. Hier, ich würde ihn betiteln als einfachen, soliden Edelstahl haben. Okay, hier. Ja. Aber was Aladdin ja eigentlich immer gut kann, ist Produkte, die etabliert sind, selbst machen zu einem extrem geilen Preis. Genau. Wo liegt der? Deswegen wird er bei 24,90 oder 29,90. Schade, da hätte ich die 19,90 gesehen. Ja, da habe ich die 19,90 gesehen. Kriegen wir hoffentlich irgendwann hin, wenn sich so die ganze Weltlage ein bisschen beruhigt, weil momentan brennt die Welt. Und ich dachte eigentlich früher auch immer, Sachen, die in der Ferne passieren, kriegt man gar nicht mit. Aber jetzt, wo man so tief ins Geschäft rein, Markt so global ist, so vernetzt. Genau. Das ist der Wahnsinn, wie sehr einen das betrifft. Ja. So, und da habt ihr noch den Magma HMD. Genau, der Thai 7 Magma HMD. Wie heißt der Thai? Thai 7 ist die Marke. Okay. Und Magma heißt der Device. Und ist halt optisch. Das ist sehr wilde Optik, sehr, sehr wild. Mit so ganz vielen Polygonen. Genau. Also was ist das dann? Polygonenkontakt statt Noppenkontakt? Richtig. Verstehe. Ja. Dann gibt es jetzt Würstchenkontakt, Balkenkontakt, Noppenkontakt und neu Polygonkontakt. Ja, auf jeden Verstehe. Fall. Nee, dicke Kante hier. Ja. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf der Cam, aber die Kante ist auf jeden Fall deutlich massiver. Und was geil ist, die Löcher sind auf der Innenseite der Kante. Das haben ja auch einige HMDs anders gelöst. Man kann, ja. Da verstehe ich den Sinn nicht. Ja, ich auch nicht. Aber das ist das Geile, das ist halt hier nicht so. Du hast doch hier einen Kopf stehen. Dann seht ihr halt, ne? So, auch wenn er natürlich verrutschen kann, er fällt zumindest nicht, ne? Das ist halt schon das Geile an dieser Kante, wenn ich das mal dem Kameramann hier hinstelle. Ja, also hier mit dieser dicken Kante da unten drauf, das ist dann schon geil. Also ist es ein Alu-HMD? Genau. Alu-HMD. Relativ groß, also kriegst du wahrscheinlich 2 große Kohlen oder 3 26er rein. So sieht's aus. Und preislich? Preislich. Also ich hätte Angst, weil der so aufwendig aussieht, weißt du? Ist aufwendig, ja. Sind ein paar Arbeitsschritte, die ich dir später gerne mal erklären würde. Ja. Und mit 29 Euro kostet. Okay, das geht ja aber noch. Ja, auf jeden Fall. Da hatte ich jetzt Angst, dass es mehr wird. Nee, wir haben noch meiner Meinung nach eine richtig schöne Verpackung gebaut. Ja. Ja. Hier mit reinstecken und rausziehen. Mit einer Hand ist das gerade schwierig. Ja. Aber genau, wir wollten einfach mal was anderes machen, weil man hat sehr viele glatte Oberflächen überall. Ja. Ja. Finde ich gut, dass ihr sogar das mit dem Ausbrennen mal draufgeschrieben habt. Ich glaube, viele fragen sich, was sie machen sollen. Ja.
Aber nicht, wenn du den einstündigen SWG HMD-Guide geguckt hast. Und das ist die beste Stunde, die man investieren kann. Wenn man HMD rauchen will, würde ich sagen, ist ganz gut. Absolut. Wirklich, als du mir dieses Video gezeigt hast, da war ich bei dir, da dachte ich mir, das brauchen die Leute. Ja. Also die brauchen das einfach, weil das die ganze Erfahrung, die du über Jahre gesammelt hast, einfach mal in ein Video packen. Eine Zusammenfassung. Ist halt relativ lang. Aber es sind ja viele Kapitel, dann kann man sich die Kapitel angucken, wie man die braucht. Man kann sich ja deine Stimme anhören und dein Gesicht angucken, deswegen. Ich hoffe es. Deswegen ist das eine gut investierte Stunde. Neuer Tabak, zwei HMDs, zwei Pfeifen. Genau, richtig. Und ich glaube, wenn man hier einmal drüber fährt, dann sieht man einfach mal so die Vielfalt der Aladdin-Pfeifen. Ja. Das ist die Alu-Serie, ne? Ja. Die dann halt. Die so aber, was du mir erst viel später gesagt hast, in komplett Edelstahl genau, ist. Genau, das zeige ich dir gleich. Das ist so eine wichtige Info. Guck mal hier, wir können mal hier drüber gucken zum Beispiel. Das Edelstahltauchrohr und drin auch. Dann hast du natürlich den Schlauchanschluss als 18-8. Ja, aber ich dachte halt immer, dass das hier nur Alu ist. Aber da ist auch nochmal Edelstahl drin. Genau, deswegen. Wo liegen die preislich? Die liegen bei. Ich glaube, 59 Euro oder das ist halt schon krass. Ja. Speaking of. Ja, genau. Ne? Wieder mit Kopf, Kamin, genau. Schlauch, Mundstück, wir haben Zange. Bald, haben wir neue Infos fürs Komplettset? Da sind wir gerade in der Arbeit. Ich glaube, man kann sich vielleicht schon denken, was man da noch überarbeiten kann beim Komplettset. Ja, aber. Funnel. Ich freue mich drauf. Ja. Funnel, please. Funnel, please. Was noch? Funnel, please. Funnel und? Unheimlich. Nee. Vielleicht. Boah, das wäre geil. Das ist ja sehr geil. Das ist immer, das ist jetzt so mein Problem mit Komplettsets, weil eigentlich sind Komplettsets für Anfänger ja was Geiles, aber halt nicht, wenn man den Kopf und den Kamin immer beiseite legen will, weil man dann eh HMD raucht. Dann ist es halt wieder. Genau, an diesem Kritikpunkt arbeiten wir gerade und geil. Wir werden den schon gut umgesetzt bekommen. Geil, ja, Funnel habt ihr jetzt, HMD kommt auch. Ja, deswegen. Ja, was sagen Sie bis jetzt zur Messe? Sehr gut. Was sagen Sie bis jetzt zur Messe? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass so wenig geile neue Produkte rauskommen. Aber was ich gesehen habe, ist bei Ihnen. Aber da guckst du noch vorbei, oder? Da gucke ich noch vorbei. Das wird nämlich saftig-knaftig. Wir sehen uns später, Jungs. Ich habe mir hier gedacht, was viele nicht unbedingt haben, aber brauchen, ist ein guter Reiniger. Ja? Haben das nicht viele? Ich weiß es nicht, aber. Also, ich meine, kostenlosen Reiniger beim Einkauf dazu zu kriegen, ist auf jeden Fall nichts Schlimmes. Ist nichts Schlimmes. Das kann keinem schaden. Nur Vorteile. Ja. Deswegen haben wir hier einen schönen Reiniger, der in Deutschland hergestellt wird und die Aromen einfach gut neutralisiert. Mit Geruch oder ohne? Ich glaube, der hat einen leichten bis ziemlich neutralen. Okay. Also, finde ich nämlich ganz geil, wenn die dann nicht. Also, meine Pfeife soll danach einfach nach nichts riechen. Eben. Nicht nach was anderem. Ja, blöd. Traube rauchen, wird aber eine Traube zu rauchen. Ja, genau. Das ist ja nicht der Plan. Genau. Und dann dachte ich mir. Und das heißt, wenn ich mir jetzt was bei euch kaufe, dann kriege ich so einen Aladdin Shisha Cleaner. Ja. Stark. Aber du kriegst den vielleicht sogar ohne was zu kaufen. Schade. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie aus der Laune raus habe ich da drauf geschrieben: Don't be dirty, be sexy. Warum auch immer, ich kann es dir nicht sagen. Aber es ist auch wichtig, oder? Jeder will sexy sein und nicht dreckig. Manche deswegen schon. Manche sehr stark. Jonas, warte. Hat mich sehr gefreut. Pass auf deinen Schleuchlein auf. Ich wünsche dir eine gute Runde. Ich passe immer auf mein Schleuchlein auf. Sehr, sehr wichtig. Ich bin ja nicht dirty. Du bist sexy. Dann genieß mal die Messe. Machen wir. Hast bestimmt noch einige Besuche. Wir haben noch ein paar Stände vor uns. Ja, und ich hoffe, du wirst nicht zu oft unterbrochen, wenn du deine bis jetzt geht's tatsächlich. Also, Kuss an die Community. Beim Videodreh ist mir bis jetzt fast niemand dazwischen gekriegt. Ich weiß halt nicht, das sieht man hinter der Kamera ja nicht, sehen die Leute nicht, aber was hier passiert, da läuft ein ganzes Team mit. Ja. Hin und ja, her. Ja, doch. Und nee, ich glaube, den Basti hat man. Vielleicht filmt der Basti jetzt einfach auf den Dennis und der Dennis auf den Basti. Wie romantisch, ja. Und dann blenden wir nacheinander erst einmal den Basti und dann einmal den Dennis ein. Und auch die Schultermuskeln eigentlich. Guck mal, ja, der Dennis ist echt arm dran. Aber ja. Das ist gutes Training auf jeden Fall. Der Dennis hat morgen 50er Bizeps. 100%. Hat sich dann gelohnt. 100%. Nee, geiles Team. Geiler Typ und hoffentlich eine geile Messe. Viel Spaß. Dankeschön. Bis bald. Wem drücke ich das in die Hand? Ja, ich nehme das wieder mit. Dann bin ich in Stereo. So, jetzt stehen wir noch bei Elba Dia. Elba Dia ist ein französischer Großhändler, der auch den Großhandel für den Kasar-Kopf übernimmt. Der Kasar-Kopf ist dieser Thermokopf. Ich habe den euch schon in ein paar Videos gezeigt. Das sind diese Köpfe hier. Sehr, sehr verrückte Glasfunnel, die noch so besondere Luftschlitze und sowas haben. Mit dem Silikonring, dass man es direkt anfassen kann.
der funktioniert sehr gut, wenn man auf Abstand raucht. Das Problem ist, und das wisst ihr bei mir, ich rauche nicht so oft auf Abstand, ne? Und dementsprechend ist das Ding für mich persönlich jetzt nicht so geil, aber an sich eine sehr, sehr coole Idee. Hier gibt es auch noch Travel-Shishas jetzt von El Badia. Sehen eigentlich auch ganz sehr verrücktes Tauchrohr. Da müssen wir mal nah rangehen. Das sieht schon sehr, sehr crazy aus. Ich verstehe den Sinn dahinter noch nicht. Aber meistens denken die Jungs sich auf jeden Fall was dabei. Wir gucken mal weiter, was hier noch so auf dem Stand rumsteht. Haben auf jeden Fall ein paar wilde Pfeifen, die hier in der Mitte stehen. Sehr, sehr cleaner, sehr nicer Stand. Hier sehen wir noch ein paar Pfeifen. Sehr, sehr schmale, sehr kleine Bowl. Hätte man halt sehr, sehr wenig Bowl-Volumen, ne? Aber eigentlich ganz cool. Hier irgendwie ein ganz wildes Ding in der Mitte. Und mit auf dem Stand hier bei El Badia. Wir haben ja noch ein paar schöne Sachen, Freunde. Wir haben einmal die Ovo-Pfeifen, die kennen wir ja schon in Deutschland. Und dann haben wir hier noch eine Pfeife von Kalaut. Ich weiß gerade gar nicht, wie die genau heißt. Und wir haben hier oben drauf sogar noch ein Kalaut 3. Das ist das erste Mal, dass ich in echt den Kalaut 3 sehe, Leute. Ich habe mir dann keinen gekauft. Aber von der Optik her sehr, sehr schönes Ding. Wie gut er dann performt, da könnt ihr euch die Videos von den Kollegen angucken. Sowohl Custom Hooker als auch David, also Dölet, haben dazu schon Videos gemacht. Ich weiß nicht, ob wir hinten an der Bar noch was haben. Ich glaube, da ist nur noch mal ein bisschen was zum Probieren. Aber cooler Stand. Die Jungs von El Badia auch immer sehr, sehr lieb. Aber sehr nice. Gucken wir uns das nächste an. So, jetzt sind wir noch bei NPS angekommen. Nagilem, einfach ein Name in der Szene. Also, wenn du früher was auf dich gehalten hast, dann hattest du eine Nagilem NPS zu Hause. Gab auch noch viele andere Modelle. Und da können wir uns doch jetzt hier mal jemanden schnappen und mal fragen, was gibt's denn Neues bei Nagilem? Ja, zeig uns doch alle gerne kommen. Mal. Die All-Star. Die All-Star, ja. Die kommen im August 22 raus. Das ist eine moderne mit einer traditionellen Gemisch. Ja. Also sozusagen deine Version von der modernen Edelstahl-Tradi. Genau. Tradi, ja. Genau. Aber für Edelstahl gedacht. Ja. Hatten hier den Blow-Off, kommt hier raus. Das Geile an dieser Pfeife ist, dass zum Beispiel hier das All-Star und das Nagilem-Logo oder hier die Koordinaten von uns, von unserer Firma. Wild, okay, das ist cool. Die leuchten, wenn es dunkel ist. Okay. Wir haben ungefähr eine 8-stündige Dauer. Ja. Wie lange muss man die aufladen? Bei helles Licht eine halbe Stunde, Stunde reicht okay. Schon vollkommen aus. Und Messepreis 189? Ah ne, das ist die andere. Die All-Star, da steht noch kein festen Preis dran. So eine Richtung ungefähr? Richtung werden wir ungefähr zwischen 179 und 199 liegen. Okay, ja. Aber dann auch mit einem Cutglas. Auch mit einem Cutglas, das ist böhmisches Kristallglas. Okay, das ist krass. Ja. Aus Tschechien. Ja, das merkt man auch im Juli, wiegt viel. Dann muss man sagen, wenn böhmisches Kristallglas auch noch dabei ist, ist unter 200 eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Ansonsten habt ihr die üblichen Verdächtigen, NPS, V2A, genau. Mikro, Mini, Avantgarde und natürlich unser Highlight mit den Tradis. Ja, die NPS-Tradis, die sind ja auch, also da hast du ja echt wieder was angerichtet, ne? Ja, sieht man ja mittlerweile in fast jeder Shisha-Bar eigentlich, ja, ne? Ja, genau, genau. Das Schon Gute geil. An denen ist, ja, hier haben wir auch böhmisches Kristallglas zum Beispiel hier, aus Tschechien. Das Geile an der Sache ist halt, was viele Leute momentan auch in den Bars nicht so, das Problem ist, dass sie die Sorten nicht unterscheiden können. Da haben wir uns halt überlegt, wir machen so kleine Pärchen in die Mitte, wie zum Beispiel Blüten, das heißt rot-weißes Apfel, genau, grün-weißes Traube, Minze. Ja, da haben wir blau. Jeder kann natürlich variieren, wie sie wollen. Ja, klar. Dann kannst du in deiner Bar abmachen, rot ist immer Apfel, grün genau. ist immer Traube, Minze. Da weiß das Personal ganz genau, okay, ich mache da jetzt keinen Fehler, sondern das läuft geschmiert. Ja. Da hat der Kunde keine Probleme mehr dran. Ja, stark. Zubehör habt ihr auch ein bisschen was dabei. Und unser Highlight auf der Messe ist noch hier. Kommen wir ganz kurz noch hier dazu. Wir haben die Ola Bowls. Die kennt man ja. Ah ja, schon. Krass, okay. Aus Italien. Mit denen haben wir eine Kooperation, haben wir jetzt eine eigene NPS Bowl gemacht. Okay, nice. Messepreis 20. Was glaubst du, was die im Handel dann kosten? 29,90. Oh, okay. Ja. Also auf der Messe zuschlagen. Genau, auf der Messe zuschlagen. Ja, geil. Hast du davon einen offen, dass wir uns den mal angucken können? Ja, klar, auf jeden Fall. Gucken wir uns mal an. Ola Bowl kennt man ja schon, ne? Ja. Italienische Manufaktur, was Köpfe angeht. Das kann eigentlich nur gut sein. Sieht auch vom Depot ganz nice aus, bisschen eigene Form. Schauen wir uns jetzt mal an. Hier natürlich mit unserem neuen MPS-Logo. Wir haben das MPS-Logo auch jetzt geändert. Ja, krass. Ja. Haben die Colorways schon Namen? Nein, noch nicht. Noch nicht. Also die Modelle... Das ist sehr krass hier mit dem Rauen. Ja. Die Modelle haben schon Namen. Ja. Die werden nach den vier Künstlern aus Italien
Okay. Genannt, wie zum Beispiel Leonardo. Okay. Den Pro finde ich ganz interessant. Die Turtles. Für die etwas Jüngeren sind es die Turtles, für die etwas Älteren sind es italienische Künstler. Genau so sieht's aus. Verstehe. Ja, geil, bin ich gespannt. Muss ich auf jeden Fall mal testen. Ja, Dankeschön fürs Rumführen und noch viel Spaß auf der Messe. Du bist der beste Blocker. Nur zur Info. Für jeden YouTuber. Ich mag auch die anderen. Grüße. Ja, wir mögen die auch, aber du machst es recht gut bis jetzt. Super. Dankeschön. So, wir haben hier noch jemanden. Ümit, Grüße. Ümit aus der Umera Lounge. Hi. Und wie viele Pfeifen hast du schon eingekauft? Ich habe noch keine Pfeifen eingekauft. Ich habe bis jetzt nur Tabak. Für dich oder für die Bar? Für die Bar. Also kann ich den heute Abend rauchen? Ja, kannst du. Was hast du mir geholt? Ein paar neue Sachen. Ah ja, ich sehe da schon. Gucken. Nasch, ein Onmo. Oh, viel Nasch, ja? Ja, sehr viel Nasch. Ich sehe da noch Aeon-Produkte. Ja, da sind noch ein paar. Nun lass dich überraschen. Da sind ein paar gute Sachen jetzt. Also heute Abend gibt es was Gutes. Ja, auf jeden Fall. Dann sehen wir uns um 11 und dann wünsche ich dir viel Spaß auf der Messe. Dankeschön. Dann sehen wir uns. So, wir blenden euch zwischendrin nochmal Aufnahmen vom Stand vorne ein. Aber wir sitzen jetzt hier mit dem Eugen von der New GmbH. Und ihr macht unter anderem den Naschtabak, der ja jetzt neu in Deutschland rausgekommen ist. Ja, genau. Wie ist so die Erfahrung bis jetzt auf dem deutschen Markt mit dem Nasch? Ja, also wir sind sehr gefragt. Ja? Ja, also wir sind mittlerweile jetzt immer mit 70% Vorverkauf. 70% gehen im Vorverkauf schon weg. Ja. Das ist krass. Ja, also dadurch, dass natürlich jetzt ein bisschen Schwierigkeiten sind mit Logistik etc., muss man natürlich ein bisschen planen vorher. Aber es ist sehr, sehr gefragt. Ja. Sehr, sehr gefragt. Wie viele Sorten habt ihr jetzt insgesamt? Es waren wie viele vorher? Es waren 14 Sorten vorher. Und jetzt sind nochmal drei dazu. Genau. Ne? Also Mambalini, Indigo und Sour Lemon ist dazu gekommen. Ja. Ich muss sagen, ich habe die noch nicht probiert. Ne? Ich bin sehr gespannt. Okay. Ich werde die auf jeden Fall nachher noch probieren müssen. Auf jeden Fall. Aber wilder Stand habt ihr. Das ist cool, ja. Also ich bin ein bisschen kleiner, aber mein... Ja gut, ich meine, zum Tabak probieren reicht das doch. Ja, genau. Also, wenn du jetzt keine riesen Lounge noch dabei hast, ist es doch mega. Ja, die Frage war einfach, wir haben uns da überlegt, dass da 2 Jahre Corona war. Ja. Und alles war zu. Ja, konnte man nicht so richtig abschätzen, wie genau, es besser wird, ne? Genau. Und wir haben uns gedacht, wir steigen ein bisschen mit Partystimmung ein, dass jeder kann so ein bisschen Musik abhören, abtanzen. Kann man ja auch nur in Partystimmung sein, wenn es endlich wieder Messen gibt. Genau. Hol doch vielleicht nochmal die Leute ab, die Nasch noch nicht kennen. Ihr seid ein Dark Blend, der in Russland gemacht wird. Ja, ganz genau. Also wir sind Dark Blend und in unseren Tabak kommt 2 verschiedene Tabakblätter rein, Burley und Virginia. 80% Burley und 20% Virginia. Also warum macht ihr das? Also was sind die Vorteile, wenn man das mixt? Einfach nochmal ein anderer Geschmack als nur Burley? Ja, also ich glaube, dadurch kriegt man so den typischen Schlag nicht, was man halt beim Dark Blend hat. Und wie gesagt, es ist natürlich schwierig, von russischer Sprache in die deutsche Sprache zu übersetzen, aber der Motto von Naschtabak ist stark, aber weich beim Rauchen. Ja. Also stark vom Nikotin, aber sanft zu rauchen. Genau. Also ist wirklich, viele Shops von uns haben das auch so, die Motto ein bisschen umgewandelt, dass man von Virginia ins Dark Blend einsteigen kann mit Nasch. Ist auch nicht verkehrt. Was aber wir natürlich nicht so gut wünschen. Ja, also das ist, ich meine, man kann so oder so sagen, aber wir positionieren uns, dass wir natürlich als Dark Blend sind. Genau. Und was steht im nächsten an? Noch weitere Sorten in Planung? Ja. Ja? Ja. Kannst aber du ganz schon viel was teasern? Ja, was ganz, ganz Berühmtes ist. Weil die Tendenz in Russland ist jetzt, die steigen viel in die alte Geschmäcker rein. Okay. Und kannst du uns schon was verraten, was da vielleicht kommt? Ja, es kommt was mit der Traube. Eine Traube, ja? Oh. Ein guter Traube Dark Blend fehlt noch. Okay. Holster hat uns vorhin verraten, dass sie den Grape 2 jetzt auf Dark Blend machen. Aber noch fehlt uns ein guter Traube Dark Blend. Und Wassermelone. Bitte? Und Wassermelone. Ah, da bin ich raus. Wassermelone mag ich nicht. Aber werden sich bestimmt einige freuen bei Wassermelone. Ja, aber schwer zu treffen. Ja. Wassermelone. Ja. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr macht. Wir drehen noch ein bisschen weiter. Ja, und dann darf ich noch was annoncieren? Ja, klar.
Also wir haben ein Jahr lang verhandelt. Ja. Und jetzt ist es endlich, wir dürfen das annoncieren, nur hier im VIP-Lounge, ja, für den Blogger und für den Shops. Es kommt Anfang Juni zwei neue Produkte und okay, ich darf das präsentieren. Oh, wir haben einmal Jam. Jam ist auch von Blackburn, aber die Virginia-Reihe, oder? Nein, das ist Rosenblätter. Rosenblätter? Diese, Entschuldigung, Hibiskusblätter. Hibiskusblätter. So, und das werdet ihr importieren und... Das ist leichter. Also, ja, das ist leicht. Da bin ich mal gespannt, wie es ist. Aber was ich schon kenne und was halt extrem geil ist... Leute, Eugen hat uns damit gerade verraten, dass Blackburn nach Deutschland kommt. Das ist ultra nice. Blackburn habe ich in St. Petersburg auf der Hooker Club Show schon geraucht und die haben ein paar Sorten, die sind genial. Strawberry Jam liebe ich, der Cola Kiwi Stoner lieben so viele Leute. Wie viele Sorten? Also, wann soll der kommen ungefähr? Anfang Juni. Anfang Juni, also gar nicht mehr so lange, in einem Monat. Ja. Geil. Weißt du schon, wie der preislich liegen wird? Ja, also es wird leider aufgrund auch jetzt gestiegenen Preisen und die ganze Situation ein bisschen teuer. Also wir starten mit 100 Gramm Dosen, weil jetzt aktuell auch in Russland geht der Trend ein bisschen von den großen Dosen weg. Ja, echt? Ja, also auch der Blackburn in Russland verkauft jetzt sehr viele kleine Dosen. Ja, aber ihr holt auch die Zipper, ja? Also diese Beutel. Nein. Nicht Dosen. Nein. Nur Dosen. Nur Dosen. Nur Dosen. Okay. 100 Gramm Dosen ist die erste Lieferung. Die steht schon so gut wie fest. Ja. Es ist schon bezeichnet, Steuermarken, Banderolen, schon alles verschickt nach Russland. Welche Banderole kommt drauf? Die neue. Ja, ja. Aber was für ein Preis? 16,50 100 Gramm. Es schmerzt, aber was willst du machen? Ne? Ist leider so. Es ist auch egal, mit wem du auf der Messe redest. Jeder sagt, ist scheiße. Und jeder sagt auch, es ist halt leider so, wie es jetzt sein muss. Aber das nervt jeden, ne? Das Problem ist auch, dass wir wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich auch gezwungen sind, die zweite Lieferung nur noch mit 25 Dosen, Gramm Dosen zu machen. Noch eine andere Frage, die wahrscheinlich sehr viele interessiert, wegen dem Ukraine-Russland-Konflikt. Habt ihr irgendwelche Lieferschwierigkeiten, Auswirkungen? Gibt es irgendwelche Aussichten, dass es schlechter wird, besser wird oder ist relativ normal für euch? Also wir haben seit dem Konflikt zwei Lieferungen bekommen. Okay. Es ist nur jetzt... Und das waren auch die zwei, die kommen sollten oder was mehr oder weniger? Ja, die Wagen, die kommen sollten, von Nasch. Und wir können nur sagen, dass es läuft ganz normal, okay, aber die Preise sind gestiegen. Ja. Also für uns ist... Rohstoffe, Transport, ja, alles. Genau. Ne? Das Problem bei den Herstellern ist zum Beispiel, wir orientieren uns nach russischen Preisen. Ja. Da spielt sehr viel der Kurs. Die bekommen die ganzen Aromen für Produkte in Russland, werden jetzt in Europa hergestellt. Und abgekauft werden. Die Aromen für Russland werden in Europa hergestellt, um den Tabak dann dort zu machen und wieder nach Deutschland zu schicken. Perfekt. Aber es wäre doch mal Zeit für eine kleine Tabakfabrik von der New GmbH in Deutschland, oder? Ist in Planung. Ist in Planung? Ja, ist in Planung. Eugen, da führen wir eigene Gespräche. Ich danke dir vielmals. Alles, ich komme später wieder und probiere mich schön durch. Ich habe noch was da. Ah, ja, echt? Darf ich dir noch was zeigen? Ja, wir kriegen noch was gezeigt, Freunde. Geheime News hier. Ey, wie geil ist das bitte? Ich wusste nichts davon. Gar nichts. Aber das ist übertrieben nice, dass Blackburn kommt. Wirklich, die haben einige Sorten, die ich persönlich für mich super gerne rauche. Jam kenne ich nicht, aber bin ich sehr gespannt. Was haben wir jetzt? Jam... Was ist das für ein Flavor? Karamell. Geil. Riech mal. Zeig erstmal. Könnt ihr auch mal schnuppern. Oh, ich hab's eben schon gerochen. Also ich muss dazu sagen, ich mag nochmal cremige Sorten nicht so gerne, ne? Okay. Ich bin so der typische fruchtig frisch, aber ich rieche. Riecht schon krass intensiv. Und das sind Hibiskusblüten. Also kein Tabakprodukt, ja? Kein Tabakblatt drin. Kein Tabakblatt? Aber Nikotin drin. Ja. Flüssiges Nikotin ist drin. Es ist ein bisschen stärker als Virginia, aber wiederum kein Dark Blend. Ja, also etwas stärker nur. Ja. Okay. Eugen, vielen Dank für die Zeit.
Ich komme später probieren. Alles klar. Ciao. So, Freunde, wir sind bei Sabu. Ich habe eben schon gefragt. Ich darf mich hier reinschleichen. Und ich habe mir hier auch schon meinen Interviewpartner rausgesucht. Aber der macht gerade noch Kohle. Ja, mein Lieber. Ich würde sehr gerne wissen, was Sie so Neues anbieten bei Sabu. Bei Sabu haben wir zum einen den Raspberry und den Chef Tali. Kleine Empfehlung, Chef Tali mit Speedy Mine. Hast du mir schon mal verraten, ja? Also, dann gucken wir uns mal um. Dankeschön. Gerne schön. Viel Spaß noch. Gleichfalls. Okay, also die Sorten stehen hier noch, aber wir gehen jetzt zuerst einmal weiter. Ich habe ja gesagt, probieren werde ich später in Ruhe. So, wir sind jetzt hier mit dem Timo von NevoCheck. Genau. Ihr seid da eine kleine Kooperation eingegangen. Genau so ist es. Ist man immer stärker als alleine. Richtig. So. Es ist ja schon ein paar Tage her, dass du mal bei mir im Büro warst. Einige werden sich vielleicht an die Insta-Stories erinnern. Das Ding hat sich ja krass verändert. Genau so ist es. Was hast du seitdem geschafft? Also, der große Nachteil bei den Köpfen vorher, und da warst du auch einer der Leute, die mich dahin gebracht haben, nochmal schneller zu entwickeln, war halt, dass es nicht auf alle Köpfe gepasst hat. Ja. Ist deutlich breiter geworden. Haben wir jetzt eine normale HMD-Breite? Genau, also das Ding ist halt jetzt eigentlich genauso wie jeder normale HMD auch. Das heißt, jeder Kopf, wo ein Kalaut, ein Onbo, ein Akrani und Co. drauf passt, genau so ist es. Passt jetzt auch der Nevo drauf. Genau. Was wir auf jeden Fall noch gemacht haben, ist, dass sich ein, zwei Sachen noch geändert haben im Sinne von Passform, weil wir halt da konstruktiv im Gegensatz zum normalen HMD ein paar mehr Freiheiten haben, können wir es ein bisschen besser arretieren. Ja. Weil du hast ja beim HMD, den kannst du ja auch mal ruhig mal zur Seite runterziehen. Ja. Das können wir halt ein bisschen besser machen im Moment. Habt ihr schon einen Plan, wann das Ding released wird, was es kosten soll und darf ich rauchen? Also, erstmal die ersten beiden Fragen. Okay, perfekt. Also, Release wissen wir nicht, weil der Elektronikmarkt uns gerade halt wirklich wieder einen Streich spielt. Kurzes Heads-up für die Leute. Würden wir jetzt gerade normal beim Händler die Chips bestellen, die da drin sind, kriegen wir die im April 23 frühestens. Boah, krass. Und wenn wir die jetzt aber beim Distributor kaufen, kosten die das 20-fache. Okay. Deshalb, wir werden definitiv dieses Jahr noch die ersten an die Kunden verschicken, keine Frage. Weil das Produkt liegt technisch sehr nah an dem alten. Ja. Nur halt die kleinen Features, die neue noch wichtig Hülle waren. Und ein bisschen Tuning. Genau so ist es. Verstehe. Und kannst du preislich ungefähr was abschätzen? Er wird sich sehr nah bei dem alten einsiedeln. Weil also so roundabout? So um die 200, ein bisschen drüber wahrscheinlich. Ja. Gut, wenn der lang genug hält, spart man auf lange Sicht trotzdem Geld. Vor allem, wenn man sagt, ja, kaufe ich mir jetzt einen HMD und 5 Kilo Kohle und vielleicht noch einen Kopf dazu. Oder kaufe ich mir einen HMD, für den ich nie wieder Kohle kaufen muss. Genau, also ich würde es eher mit diesem Kohlefaktor benennen. Ne? Ein Kilo Kohle kostet einen 5er ungefähr. Und wenn du den lang genug rauchen kannst, sind zwar ein paar Kilo Kohle, die du dann wegmachen musst, bis du da bist. Aber auf lange Sicht genau. Könnte sich lohnen. Also wir wollen keine großen Versprechungen machen. Ja. Aber wir wissen, dass die Heizelemente 60.000 Heizzyklen halten. Okay, und wie viele braucht man für einen Kopf? Ein. Ach, das ist ein Zyklus. Okay, das wäre ja krass. Ja. Also natürlich. Testen wir dann, Freunde. Natürlich. 60.000 Köpfe mit einem Nevo. Natürlich hat das Gerät Verschleißteile. Ja, klar. Kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie du es behandelst und so weiter. Genau so ist es. Ja. Aber was halt auch da ist, halt die Erfahrung und halt der Kontakt zu Leuten im Thema hat uns halt geholfen, zum Beispiel die Kontaktplatte zum Tabak einfach austauschbar zu machen. Ja, geil. Das heißt, wenn man dann irgendwann feststellt, oh, das Ding kriege ich echt nicht mehr sauber, kauft man für ein paar Euro eine neue Platte und ist wieder am Start. Gut, ich würde dich sofort gern rauchen lassen, nur lass mich eben gucken, wie er ist. Okay, weil wenn dann du in die Kamera hustest, und dann kommen wir dann zurück. Heißt das was. Sieht halt schon sehr futuristisch und abgespaced jetzt aus, ne? Ja, also wir wussten ja damals schon, dass wir am Design noch was machen können und müssen. Ja. Und jetzt mit einer gewissen Verstärkung war das auch schnell umsetzbar. Stark. Ist er ready? Aber seid ihr bewusst, das ist kein Kontakt, ne? Ach, das Abstandssetup? Mit leichtem Knob im Kontakt. Also als ich gezogen habe, Geschmack ist ultra intensiv, wirklich sau intensiv, sodass ich erst dachte, ui, der wird jetzt aber krass beim, aber Rauch ist nicht. Genau, deshalb ist auch der Zeitpunkt jetzt noch ein bisschen ungünstig. Wir haben die Geräte halt gestern fertig gekriegt. Es gab ein paar Logistikprobleme, deshalb ist gerade die Software-Kalibrierung
dass sie noch erkennen, nicht darauf angepasst oder was? Noch nicht 100% da, wo sie hin muss. Okay. Das heißt zum Beispiel, das ist jetzt gerade leider das Elektrophänomen, wenn du siehst, ja, der Rauch reicht mir nicht und du fängst an zu ziehen, wird der Rauch eher weniger. Das heißt, wenn du jetzt gerne eine Rauchwolke präsentieren möchtest, wartest du eine Minute und hast dann. Ja. Gut, aber so ist gerade leider auf welcher. Also, du hast ja Stufen, ne? Bist du da schon auf der höchsten? Wir sind auf der niedrigsten. Einen Moment. Mach mal full. Auch da, jetzt wenn, ist du, full. Wenn du die Stufen über einstellst, gib ihm lieber eine Minute. Und ich weiß es gerade schlecht. Rauch muss halt echt noch krasser werden, ne? Das tut er auch definitiv. Man muss eine Sache fairerweise sagen, das sind jetzt Messeköpfe, ne? Genau. Das ist nochmal also, was anderes. Die Sache ist, wir sind so weit, dass wir das hier den ganzen Leuten präsentieren können. Ja. Nur, was halt wirklich das Problem ist, ist, wenn wir jetzt mal eben schnell für ein Video einen Kopf fertig machen, das ist noch nicht ganz so einfach, um den einfach draufzusetzen und loszulegen. Ja. Aber das ist halt alles Software-Kalibrierung. Also wieder einen Schritt nach vorne, aber noch ein paar zu gehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden da Fall. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was noch draus wird. Weil ich freue mich, wenn das Ding full on am Start ist. Das Schöne ist, dass wir Leute haben, die das Gerät für uns testen, die einen vernünftigen Qualitätsanspruch haben. Ja, das bedeutet, wenn die sagen, es ist gut, dann ist auch der Zeitpunkt, ja, wo wir launchen können. Safe. Und wie gesagt, das meiste ist halt Software. Das heißt, wir können jetzt das Gerät hardware-technisch so bestellen, wie es ist, können die an die Seite legen, können die Software kalibrieren, bis es perfektioniert, ja, ist. Und dann Software-Update auf alle. Und dann kann das Ding raus. Genau so ist geil. Es. Timo, danke fürs Interview, Million. Und ich freue mich, wenn das Ding am Start ist. Ich freue mich, dass du so viel Interesse dafür hast. Safe. Ich glaube, das könnte eine der krassesten Revolutionen auf dem Shisha-Markt werden, die wir so haben können. Das denke ich auch, ja. Mach's gut. Mach's gut. So, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu Shades, laufen ja aber gerade noch bei Social vorbei. Ich glaube aber, Social hat, was die neuen Sorten angeht, gar nicht so viel gemacht. Machen jetzt auch diese Einmal-Waves, aber ihr wisst ja, ich mag die Dinger nicht so. Weiter geht's. So, wir sind bei Shades angekommen. Ich habe mir den Emre geschnappt. Nicht nur fleißig im selben Gym wie ich, sondern auch fleißig, was neue Sorten angeht, habe ich gehört. Also, auf jeden, genau, Fall. Ja. So, was habt ihr neu? Wir haben zwei neue Sorten, und zwar die Ananas, ja, und die Dirty Mandy. Okay, also einmal Ananas, einmal Dirty, genau, Mandy ist einfach eine Mandarine, pure Dirty Mandarine. Dirty Mandy ist eine Mandarine mit einer leichten Kühle. Okay, genau, nice. Und du hast mir aber noch was anderes angeteasert an Tabak. Ja, die kommt nächsten Monat erst raus, ist die Traube von Shades, ja, Grape Porn wird die heißen. Auf jeden Fall, seid gespannt. Da konnte ich schon mal dran riechen, das war sehr, sehr geil. Aber du hast doch auch noch Dark Blend. Ich hab sogar Traube da, wo du rauchen kannst heute. Oh, perfekt. Yeah. Dann setz ich mich gleich hin rein und rauch noch einen Traube mit. Yeah. Aber ihr wollt jetzt auch Dark Blend machen, Dark, ne? Blend haben wir auch mit drei Sorten, die kommen auch in zwei Monaten raus. Welche Sorten kriegt ihr da? Willst du schon verraten? Ja, ja. Die Himbeere habe ich, Grassporn, in Dark Blend den Kiwi. Und eine Zigarre Kaffee. Das heißt, Quickie, Respawn, Sorten, die ihr schon auf Virginia, genau, habt, kommen auf Dark Blend. Genau, ja. Und dann noch ein Kaffee, Zigarre. Genau, ja. Wild. Ja. Und hast du die auch hier? Habe ich alles da. Oh, dann wird es auf jeden Fall ein schönes Köpfchen Respawn Dark Blend mit der Traube geben, glaube ich. Traube kannst du auf jeden Fall rauchen und dies. Weltklasse. Einfach, ja, Weltklasse. Ich hab sie ja schon, du hattest ja dem Ümit einen Shot mitgegeben. Genau, ja. Und genau, den, ja, habe ich nur gerochen. Okay. Und das vom Geruch her war geil. Aber muss halt auch noch vom Geschmack geil sein. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie die das Jungs wird. Bauen hier gleich einen Kopf und dann. Ehre. Emre, wir sehen uns im Gym. Jawohl, wir sehen und, uns. Und ich freue mich aufs Köpfchen gleich. Auf jeden Fall. Und ja, danke, dass du da warst. Gerne. So, Freunde, wir sind angekommen bei Hookah Squeeze und ich habe hier den guten Max. Ja, Mann, moin, Meister. Lange ist. Du, ist lange, lange her. 2019, Weihnachtsmarkt, Hookahin. Die letzte Veranstaltung vor Covid. Vor dem großen C. Ja, das war wirklich verrückt, ja. Gut, das heißt, du hattest sehr lange Zeit, um neue Sachen zu machen. Ich hatte lange Zeit, habe aber auch lange nach Motivation gesucht. Ah, perfekt. Aber du hast was Neues. Erstmal hast du, kann man das hochheben? Ja, es gibt jetzt Hookah Squeeze in 5. Oh, nee, da hängt der, hängt der Tisch mit dran. Es gibt auf jeden Fall Hookah Squeeze in 5 Kilo Tuben. 5 Kilo Tuben? Ja, leider nicht. Würde ich einmal Minze nehmen, 5 ja Kilo. Wir haben ja die 25 Gramm den Schock, ja, auf jeden Fall vor uns. Und ja, deswegen ist das Ganze leider ein bisschen... aber in Tuben. Also du switchst von den Döschen auf die, ja, Tübchen. Das war jetzt einfach eine logische Folgerung. Squeeze heißt ja
rauspressen. Ja. Rauspressen, so, ja. Und das war tatsächlich von Anfang an der große Wunsch, das in Tuben zu füllen. Allerdings musste natürlich überlegen, wo ich mit Squeeze angefangen habe, da war natürlich so Abfüllmaschine für Tuben, war natürlich irgendwie sehr weit weg. Ja, also aber ist ja eigentlich eine sehr geile Lösung für die 25-Gramm-Regel. Ja, genau. Ich finde es an sich eine geile Verpackung und für 25 Gramm ja eigentlich perfekt, ne? Und siehst du, da ist alles zusammengekommen und dann war das einfach nur logisch, dass jetzt endlich Zeit für Squeeze im Tuben. Aber es ist ja nicht nur die Tube neu, sondern auch der Inhalt, oder? Ja, genau. Es sind zwei neue Flavors. Ich bin ja mal ein bisschen rar hier, die neuen Flavors, weil ich ja sehr leidenschaftlich das Ganze mache. Ja, ist immer blöd, sich selbst zu loben, ne? Aber, ja, nee, aber kann man doch bei dir definitiv so sagen. Ich rauche halt einfach seit 20 Jahren Shisha. Das ist krank für Deutschland, ist heftig. So, und ich war mit 14 bei meiner Mama im Kinderzimmer. Du meinst mit 18? Hast dich versprochen, gerade aus Versehen, ne? Tut mir leid, aber es war halt damals. Ja, ja. Tatsächlich, ja, sorry. Ich war ja auch nicht ganz 18. Ah ja, Shisha-Rauchen hat mich ferngehalten von anderen Dingen. Das darfst du nicht vergessen. Vielleicht schlimmeren Sachen, ja. Da waren Zigaretten, war kein Thema einfach, dass da irgendwie was passiert. Naja, auf jeden Fall nimmt man das halt dann ein bisschen anders ernst. Ja. Ob ernster oder nicht, kann jeder für sich selber entscheiden, aber anders ernst bedeutet, dass ich einfach, dass mein Bauch, das bin gar nicht ich irgendwie, der das übertünchen kann, sondern mein Bauch sagt mir, ich muss das bringen, ich kann das bringen, ich darf das bringen. Dann gibt es doch Leute wie Alex, die dann sagen, oh Max, du musst das machen. Das Let's ist go! Geil und so. Und die geben einem dann positives Gefühl und dann läuft es. Genau, so ist es mit Ananas und Kiwi, also Pineapple und Kiwi, die zwei neuen Flavors. Deswegen sind die Flavors. Den Kiwi hat der Alex extrem hoch gelobt. Extrem hoch. Kiwi ist auch krass, vor allem musst du dir vorstellen, wenn man seit 20 Jahren Shisha raucht, seit 20 Jahren die Aromen kennt, einfach 20 Jahren gab es ja gar kein Kiwi. Ja, Standards. Die letzten Jahre kam er aber gut. Ja, genau, die letzten Jahre. So, und dann will man aber ja ein Kiwi-Aroma, was irgendwie auch nicht wie die anderen ist und so. Ja. Naja, und dann kam das und oft, ja, man sagt, ja, man testet so ewig und keine Ahnung. Mit steigender Erfahrung hat man ein Auge für die richtigen Aromen. Okay. Und dann kommt da was und dann riechst du. Dann überlegst du erstmal, habe ich alles abgecheckt, was mittlerweile viel rechtlich ist abzuchecken. Ja, passt das Aroma, kriege ich die Kennzeichnung drauf und so weiter. Es gibt Aromen, die man raucht, ganz normal, die zerfressen dir Material oder so. Ja, das, perfekt. Das wäre nicht so schön. Und man muss ja nochmal dazu sagen, alles made in Germany, gell? Ja, ja. Sogar Bavaria. Bavaria, ja. Ja, aber ist ja so. Also ihr macht alles in Deutschland. Sogar die Maschine kommt jetzt aus Polen, ja. Aber die Qualität, die Zusammenarbeit, der Mut ist einfach genial, ja. Aus persönlicher Überzeugung, Maschinen aus China nicht in Frage. Okay. Zum Beispiel das Gleiche mit Tuben. Also wenn ich die Tuben irgendwie aus Deutschland kaufen kann, dann machst du das. Dann mache ich das. Also Stark. Wenn das irgendwie möglich ist. Ein bisschen mehr ökologisches Bewusstsein. Ein bisschen. Ein bisschen. Max, ich danke dir für den Einblick in die neuen Sorten. Sehr, sehr, sehr gerne. Und ich freue mich, die zu probieren. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich komme dann nochmal zum Probieren vorbei, ne? Danke dir. Machen wir so. So, wir sind angekommen bei Vandenberg als Gesamtfirma. Ich habe den Michael bei mir und wollte dich einfach mal fragen, was gibt's denn Neues? Ja. Servus. Wir haben bei Babos jetzt letzten Monat eine neue Sorte rausgebracht, die heißt Golden Brown. Das ist eine Zitruslimonade mit einem kleinen bisschen Geheimnis, habe ich gehört. Ein kleines Geheimnis noch im Hintergrund, schmeckt sehr gut, sehr lecker, ohne Kühle, aber trotzdem sehr fruchtig. Bin ich sehr gespannt. Habe ich noch nicht probiert, ja. Muss ich aber auf jeden Fall noch probieren. Aber du machst ja nicht nur Babos, du hast eins deiner vielen Schneckenpferde. Was haben wir noch? Wir haben bei Vandenberg waren wir ja schon, ja, die Köpfe. Bei X-Rache haben wir zwei neue Sorten rausgebracht. Einmal den Lemonberry, das ist eine Zitrone gemischt mit einem Bärenmix. Und Peach Ice Tea, das ist so ein bisschen wie diese Fuse Ice Tea. Ich will ja keine Werbung machen, aber sehr süße Pfirsichnote mit ein bisschen Aprikose im Hintergrund. Also nicht so ein bitterer Pfirsich, wie man es oft kennt, sondern wirklich ganz süß. Okay. Und auch sehr lang anhaltend und auch nicht trocken im Mund vom Geschmack. Okay, das ist geil. Dann haben wir noch Kismet neue Sachen. Da haben wir sehr viele neue Sachen. Kismet haben wir auf jeden Fall viele Fans dabei. Ja. Was gibt's da alles? Boah, da gibt's, also haben wir rausgebracht Black Ginger, Wild Cherry, Black Mango, Black Magic. Was ist Magic? Da ist auch so eine Citrus Flavor. Okay. Ich habe Black Perfume gemacht, ich habe ein Parfüm als Tabak gemacht.
Okay. Und ich habe jetzt nur für die Messe Black Cane, Pfefferminz. Da hat mir der Chris von erzählt, ja. Shisha-Gott Chris. Genau. Und hat sehr davon geschwärmt. Genau, den haben wir drüben an. Da also muss ich auf jeden Fall gleich mal wenigstens den schnuppern. Den kann man offiziell nicht kaufen, nur auf der Messe. Und du wirst den danach auch nicht bringen? Fürs Ausland. Ach so, klar, natürlich, ja. TBD 2. TBD, also ist natürlich nicht TBD-konform, weil eine echte Minze oder eine richtige Minze, kein Cooling-Zeug. Ah, okay, das ist schade. Aber das ist richtige Minze, Pfefferminze. Schmeckt schon ein bisschen wie After Eight. Wie After Eight? Wie die Minze von After Eight, aber ohne die Schokolade. Okay, weil jetzt hättest du mich gerade fast verloren. Nein, keine Schokolade. Gut, dann werde ich mich da auf jeden Fall nochmal durchtesten. Michael, viel Erfolg und danke für den V1. Gerne. Ich habe es vorhin schon erzählt, da hast du mir, also der ist in meiner Top 3. Top 3 Lieblingsköpfe, der Wandberg V1 ist. Ja, aber jetzt halt heute auch den V2. Ja. Wobei ich glaube, für mich persönlich ist er halt nichts, weil großes Depot, aber wenn Leute zusammen rauchen, lange rauchen, könnte er vielleicht interessant sein. Es ist einfacher zu handeln, der V2. Ja. Und ich bin der Meinung, es schmeckt nochmal ein Tick besser im V2, weil halt ein bisschen mehr Tabak. Ja. Aber ich glaube, ich bleibe da bei dem etwas sparsamen V1. Hauptsache irgendein Pfannenbergprodukt, alles gut. Und der ist gut. Michael, danke dir. Dankeschön. Was sagst du zur Messe? Bis jetzt sehr Kuss. Gut. Bis jetzt ist die Messe Kuss. Ja, bis jetzt Kuss auf jeden Fall. Läuft sehr perfekt. Gut. Viele Hersteller getroffen, auch neue, viele Blogger, auch einige Follower. Kurz erst. Geil. Fachaussteller ist. Echt, waren hier Inder? Brasilianer. Perfekt. Sehr gut. Ja, bis jetzt. Oh. Sehr nice. Und wir waren gerade Burger essen ohne dich. Nein, ich habe noch nichts gegessen. Aber der war nicht so lecker. Also. Nicht? Er war der Smash Burger. Ja, er war gut dabei. Der sollte doch so gut sein im Skyline Plaza. Also gehe ich zu Chipotle, sagst du. Ja. Ja? Oder hier zum Chicken-Stand. Ey, wenn dann Chipotle. So, wir sind bei Hugain angekommen. Johannes, so lange ist es nicht her, dass wir uns gesehen haben. Die Frage ist, gibt es in der Zeit trotzdem was Neues? Also vor allem bei Tabak, weil Shisha sehe ich schon was. Also es ist ja wirklich eine Ewigkeit, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Stimmt, schon 2 Wochen. Wir haben nicht geschlafen. Du weißt, aktuell eine sehr, sehr, sehr intensive Phase bei Hukain, bei Fuck Your Life. Das heißt, wir haben eine neue Blaze-Sorte. Zum Beispiel die Traube haben wir hier, ne? Habt ihr hier? Wir haben die Traube hier, die wir ganz... Heißt das auch, die ist jetzt bald ready? Die ist jetzt ready. Ist sie draußen? Die geht danach in Produktion nach der Messe. Geil. Wir holen uns hier nochmal das letzte Feedback. Ja. Ist eine ganz klassische, süße, dunkle Traube ohne Minze. Wir haben alles rausgelassen, weil... Jetzt mit der marokkanischen Minze. Fuck Your Life Minze dazu und dann hast du wirklich Traubeminze. Das ist nice. Gurke? Gürkchen? Gurke ist in der Mache. Haben wir noch nicht mit dabei, aber Gurke-Minze. Mit Hauch von Limette, weil das braucht einfach auch eine Gurke. Ja, ich finde eine Gurke alleine, da kann ruhig noch was dazu. Was ist denn eine Gurke alleine? Eine Gurke alleine ist Wasser. Ja. So, das heißt. Ja, ein bisschen schmeckt man schon, aber da geht mehr. Da geht noch was und das pushen wir mit ein bisschen Limette, ein bisschen cooler Minze. Wird ein geiles Ding. Ich hoffe, dass wir da auch, weil da ein großes Interesse auch ist, geben uns extra Mühe. Ja. Dann kommt natürlich noch unsere Frozen-Joghurt-Linie. Das ist angelehnt. Ey, ich habe früher den Frozen-Joghurt von PX1. Ich wollte gerade sagen, angelehnt an. Ich habe mich auch inspired by, kann ich auch ganz ehrlich sagen. Natürlich an PX1. PX1 war super lecker damals und wir haben versucht, sowas Ähnliches nochmal herzustellen. Mit dieser Aromen. Aber die hast du noch nicht hier. Haben wir noch nicht hier, sind wir gerade in dem Sampling. Bin aber ich sehr gespannt drauf. Ich würde dir jetzt hier öffentlich exklusiv die ersten Samples anbieten. Ja, let's go. Probier ich super gerne. Kriegst du zuerst. Probier ich ultra gerne. Weißt du, was ich auch noch gerne probieren möchte? Vielleicht gehen wir da einfach mal rüber. Du hast ja angekündigt, es kommt eine neue Pfeife auf der Messe raus. Beziehungsweise Hukain hat das angekündigt als Firma. Das ist passiert, so ist es. Wir haben die Tyrant Hookers auf Hukain Bowls. Ist das so? Ist das nicht so? Ist das so? Ich sag, das ist so. Ich sag, das ist nicht so. Ist das nicht so? Nein, ist nicht so. Was sind das für Bowls? Das sind die Tyrant Bowls. Ach, das sind die Tyrant Bowls. Das sind Tyrant Bowls. Alle, also auch hier die anderen, die ihr habt. Alle, genau. Wir waren tatsächlich, es war eigentlich 1+1. Eigentlich warst du auf dem richtigen Weg. Okay. Weil, die Sachen, die wir gemacht haben, sahen gar nicht weit davon entfernt aus. Aber das sind Sachen, die kommen mit bei Tyrant. Okay. Genau wie auch ein Messing-HMD, der bald kommt. Okay, jetzt ist das Messing. Ist auch immer ein ganz spezielles Material, da kommt was ganz Verrücktes. Das sind unsere. Wo liegen die preislich? Wir liegen hier, wenn du den Schaft, den reinen Schaft, ich will es nochmal betonen. Stampset ohne Bowl. 169 Euro inklusive eines Mundstücks liegen wir bei dem Gerät. Kommt dann aber nur der Schaft, wie du es so schön betont hast. Ist dabei, Die Bowl dann noch? Die Bowl ist separat, die liegt bei... Der Name wird mich kreuzigen, der Chef unseres Sales, weil er hat das bei 119 Euro angesetzt. Ich bin aber eher derjenige, ich versuche immer lieber ein paar mehr zu verkaufen, als irgendwie 10 Euro mehr mitzunehmen. Und das heißt, wir haben die auf 99 Euro heruntergesetzt. Okay. Das ist hiermit auch jetzt offiziell. Das ist halt für Bowls, jetzt ist vorbei. Wenn du jetzt auf 120 gehst, seid ihr am Arsch.
Das heißt, wir haben Bowls, die sehr stark in die Richtung Cäsar gehen. Wir haben kein Bleikristall, aber Kristallglas, was auch gut Gewicht hat. Gut, ist jetzt auch noch eine Pfeife drauf, aber auch einzeln. Für einzeln 99 Euro. Ja. Das heißt, du bist genau zwischen den 0 und den 200, die man bei Cäsar so oft zahlt. Mittlerweile ist Cäsar ja noch hochgegangen. Ne? Du zahlst ja teilweise jetzt 230 Euro für den Cäsar. Aber weißt du warum? Klar, alles ist teurer geworden. Aber umso beeindruckender ist es ja, dass die bei 99 Euro sind. Deswegen hoffen wir auch, dass wir das lange halten können. Der Wink mit dem Zaun voll ist, kauft euch jetzt eine, weil am Ende... Wir haben Energiepreise, die in die Höhe gehen und dementsprechend die Bowls werden wahrscheinlich auch langfristig teurer werden, ja, weil halt einfach da steckt so viel Energie drin. Ja. Der Ofen, das wird bei 1200, 1300 Grad auch gebrannt wie Glas. Ja. Jetzt 99 Euro, eventuell später ein bisschen teurer. Du bist gerade voll in den Story-Modus gegangen, hast du gemerkt? Als ob du schnell so 15 Sekunden Insta-Story machst. Den finde ich sehr cool. Vier verschiedene Varianten gibt es von der Tyrant. Genau, und sechs verschiedene Bowls. Sechs verschiedene Bowls. Genau. Sehr, ja, sehr geil. Also zusammen 260 Euro. Und du hast eine geil aussehende Steckpfeife, die so ein bisschen Richtung McLeod geht. Ja, mit einer sehr, sehr nicen Cäsar Bowl-Alternative. Man kann dazu noch sagen, alle Sachen werden natürlich auch hier handgearbeitet. Ja. Es gibt keine Maschinen, die wo sowas herstellen. Wo kommen die Pfeifen her? Das ist auf jeden Fall eine russische Arbeit. Ja. So kann ich das sagen. Okay. Also, aber da muss man auch genau mal auf die Packung gucken. Da stehen alle Informationen zum Hersteller drauf. Ja, Johannes, Marvin, danke fürs Update. Ich habe noch eine Frage, ja, ne, an dich. Und zwar vor der Messe in Sevilla, ne, da veranstalten, ja, wir als UKI natürlich wie immer ein richtig wildes Camp. Wir werden Leute aus Deutschland einladen, aber natürlich auch die Leute aus Spanien. Und wir, ja, wollen hier so eine Convention machen. Ach, Spanien bin ich immer dabei. Ne, da würde ich dich einladen, kommst du mit uns, wenn du Bock hast. Ich denke, da werden auch noch ein paar andere namhafte Leute am Start sein. Wenn das zeitlich passt, safe. Wären wir einfach nochmal so, ja, geheim bei WhatsApp. Und ich will auf jeden Fall auch in Sevilla sein. Johannes, danke fürs Interview, Mignon. Wir sehen uns. Danke, dass es euch gibt. So, wir sind bei Revoschi angekommen. Grüß ihn. Grüß dich. Grüß dich aus. Erzähl, was habt ihr so Neues? Erstmal riesengroßer Stand. Danke. Wie viel Quadratmeter habt ihr? 700. 700. Ja, ja. Geisteskrank. Was habt ihr so Neues? Also wir haben Pistazien neu, wir haben Milchmarmelade neu, wir haben Kiwi noch neu, dann haben wir Zigarre Vanille Schaffel neu. Also die drei, vier Sorten haben wir neu, Litchi haben wir neu, ja, und so weiter. Es gibt noch mehrere Sorten natürlich, weil wir halt in mehreren Ländern sind. Klar, aber für Deutschland sind sie ja, ja, stark. Wir langsam stark. Ihr seid alle Tage hier, wir habt ordentlich Pfeifen am Start. Ihr habt auch eine Lounge mit dabei. Genau. Genau, können wir ja vielleicht auch gleich nochmal... Ich auch mal in gemütlichen Art mal ein bisschen rauchen können. Ja. Und außen, auf Außenstelle könnt ihr dann halt die Geschmackssorten probieren. Ja. Ja, und da ist es dann der B2B-Raum. Für die Shops, Großhändler und so weiter. Ja. Revocamp, Glänzende. Revocamp Revives, ja, sind auf jeden Fall am Start. Ja. Habt ihr das Revocamp jetzt einfach hier aufgebaut? Ja, speaking of Revocamp, was sind so die Pläne für dieses Jahr? Also, neue Sorten, die du uns schon. Das ist immer Überraschung, aber das wird wieder eine fette Revocamp sein. Gibt's Revocamp? Ja, ja, das wild. Und an Sorten, hast du noch neue Sorten, die du uns vielleicht schon teasern kannst? Das haben wir auch da. Ja, also aber nicht für Deutschland, aber ne? Das ist in Deutschland leider verboten. Ja. Aber Spanien, andere Länder, Türkei, Italien. Aber hast du noch, was ist denn das nächste, was ihr für Deutschland geplant habt? Das nächste, was wir für Deutschland. Kannst du schon verraten haben, oder? Wie soll ich denn das jetzt sagen? Der alte Kaugummi 7 von der Wurschi kommt definitiv vor. Okay. Bald raus. Viel und den kriegt ihr CBD-konform hin, ja, ja, sodass der auch hin. Geil. Ah, es gibt ja Kleinigkeiten noch, haben wir Kleinigkeiten Probleme gehabt, aber jetzt ist alles perfekt. Ja. Ja, stark. Auf jeden Fall kommen. Ich freue mich drauf. Viel Erfolg. Dankeschön. Schön, dich zu sehen.